So, ihr lieben Hörer von Radio Dexterra, es hat geklappt, definitiv. Jetzt ist hier live zu Gast im Interview. Natürlich nicht Radio Dextra, nein, und zwar hier live im Interview mit unserem Snap. Ja, Eschenbach, die Band Eschenbach, und ich gebe ab an unseren Snap. Ja, dann sage ich nochmal herzlich willkommen allen Zuhörern hier auf Radio Dexterra. Ja, ihr hört Bands at Work, heute mit der Band Eschenbach, und live im Studio sitzen Philipp Eschenbach und der Felix. Hallo, seid gegrüßt. Guten Abend. Hey, endlich sind wir auch dabei. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr seid gut angekommen und ja, es geht euch gut. Ja, alles super. Ja, super geil. Sonntag Nachmittagsstimmung im Chill-Modus, total geil. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, gerne, gerne. Fangen wir an. Und zwar bei Eschenbach sind ja alle drei Alben unterschiedlich. Bei euch ist irgendwie der Wurm drin. So spielen auf dem Debütalbum Eschenbach mehrere Gastmusiker wie Stefan Weidner, Nina C. Ellis oder Ben Tewak eine Rolle. Beim Nachfolgeralbum Alles im Allem wart ihr erstmals als sogenannte Band und ohne Gastmusiker unterwegs, und nun mit der neuen EP Divide et Impera gibt es wieder neue Musiker. Wird das jetzt nun zum Running Gag oder bildet ihr nun endlich eine Einheit? Ja, ich bilde letztendlich eine Einheit. Bei der ersten war das ja eher aus der Not heraus, was aber eine schöne Sache wurde, weil ja, wir uns von dem damaligen Sänger haben wir uns beidseitig getrennt, und dann hatten wir die Platte schon komplett eingespielt, und dann war Stefans Idee, pass mal auf, instrumental ein bisschen blöd, also vielleicht gibt es ja die Option, mit Gastsängern zu arbeiten. Und in der Zwischenzeit habe ich ja dann auch einen Ritchie in die Band geholt, und der hat dann ja auch dann also einige Nummern eingesungen. Aber das war an sich aus der Not heraus. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut. Nina C. Ellis, Knallersängerin. Dann den Stefan, die Jen hat einen super, super Track mit uns gemacht. Also es kam eher aus der Not, dass wir das so gemacht haben. So etwas Fleckerteppich-mäßig. Okay, und jetzt habt ihr euch so richtig gefunden. Dann stellt euch doch mal vor, wie viele seid ihr jetzt? Wer macht was? Wie habt ihr euch kennengelernt? Bei der Alles in Allem war es ja noch so, dass wir die Platte zu dritt eingespielt haben. Und jetzt sind wir eine komplette Band. Der Nils ist gegangen und jetzt sind wir fünf Leute in der Band. Der Manuel ist am Schlagzeug. Den Martin haben wir am Bass, der war aber auch schon bei Ultima Ratio Regis öfter dabei und hat uns da ausgeholfen. Dann der Felix, der uns auch schon eine Zeit lang immer wieder dabei war, ausgeholfen hat bei Konzerten, der jetzt zum Glück bei uns richtig in der Band dabei ist. Und also sonst hat sich ja nichts geändert. Ja, und ich habe gerade gesehen, auf dem Cover habt ihr jeweils ein farbiges Tuch auch um bei dieser EP. Ja, das haben wir. Die Farben hat sich jeder selber ausgesucht. Und der zuletzt kam, der hatte dann nicht mehr viel Farben übrig. Genau, Philipp musste dann schwarz nehmen. Und Radio Regis habe ich doch recht in Erinnerung, das war doch das Vorprojekt von Eschenbach für die Fans, die es jetzt euch neu Erfahrungen kriegen bzw. euch kennenlernen. Genau, Ultima Ratio Regis war die Vorgängerband, die auch aus einer anderen Band heraus resultiert ist, weil immer wieder Sängerwechsel waren, und Ultima Ratio Regis hießen wir ab dem Moment, als der Band dabei war. Und haben uns dann im Studio umentschieden, weil es den Namen auch schon mal ähnlich von einer anderen Band gab und weil er auch irgendwie nicht mehr so passend war. Und da hat uns dann Stefan mehr oder weniger dazu getrieben, uns Eschenbach zu nennen. Also zusammen, aber also ich war der Einzige, der Eschenbach nicht so toll fand, und der Rest fand den Namen ganz gut. Ich fand das eher so ein bisschen, ich finde das immer ein bisschen egomäßig, wenn der Familienname der Bandname wird, so wie Bon Jovi oder so. Da liegt es aber auch an der Musik bei denen, ja. Aber insofern, aber das, weil so war's, ja. Ja, gut. Würde ich sicherlich auch verstehen, aber jetzt bei Eschenbach speziell, es gibt andere, um jetzt auch keine Namen zu nennen, aber andere Musiker, meiner persönlichen Meinung nach, wo auch der Name drin ist. Du hast gerade von Bon Jovi gesprochen, und er präsentiert sich ja im Mittelpunkt. Oder nehmen wir Robbie Williams und so, ist ja eigentlich auch eine Band. Aber bei Eschenbach ist ja alles irgendwie gleich. Also da ist ja auch der Ritchie mehr präsent. Und also ich habe da keine Schwierigkeiten mit dem Namen mit. Aber klar, so fühlt sich das wahrscheinlich für jeden anders an. Aber wir sehen uns ja auch als Team. Also Bon Jovi war es vielleicht ein blöder Vergleich, aber Bon Jovi kam mir jetzt in den Kopf. Wir sehen uns ja auch als Team. Irgendein Name musste her, und dann kam die Entscheidung, komm, dann nehmen wir Eschenbach. Stefan meinte, komm, der Name klingt gut und her damit. Und so irgendwie war das dann. Wir haben auch so lange rum überlegt, da kam nur Schmarrn irgendwie, dass dann die Entscheidung sehr schnell fiel. Ja? Dann hieß es einfach, okay, Eschenbach, und dann ist gut.
Ja, wir kamen ja vorhin auch noch zur Sprache von Ben Tivak. Der war ja eigentlich ursprünglich auch mit geplant. Habt ihr eigentlich noch Kontakt zu Ben? Wird er nochmal irgendwann eine Rolle spielen in irgendwie zukünftigen Alben, Projekten, wie auch immer? Du, ja klar, mit Ben habe ich noch Kontakt. Ich habe den erst vor gar nicht so langer Zeit gesehen. Aber du, jetzt macht jeder sein Ding. Der hat eine sehr erfolgreiche Filmproduktionsfirma und macht, da hat er genug um die Ohren. Und wir machen unsere Mucke. Also ich würde es nicht Nein sagen, aber da steht es nichts an. Mal sehen, ja. Aber wir sind Kumpels. Man ist immer wieder im Kontakt. Aber es hat halt auch jeder viel um die Ohren, dass es jetzt nicht stetig so ist. Felix, du so? Ja, na, wir laufen uns hin und wieder über den Weg, hängen auch gerne zusammen ab. Aber musikalische Zusammenarbeit wird es in der Richtung erst noch nicht weitergeben. Aber menschlich haben wir uns einfach gern und verbringen gerne Zeit miteinander. Und es gibt auch noch mehr als... Mit Sepp Eschenbach eh alle menschlich sehr gern. Ja, wir sind auch ein ganz netter Haufen. Ja, weißt du, darf man nicht vergessen. Vor allem am Sonntag. Also, darf ich mal ganz kurz etwas einwerfen? Und zwar im Chat, ja, Gast Nummer 1699 hat geschrieben, könnt ihr grüßen von Patrick und Tania, ja, bestellen. Ja, die geben wir natürlich gerne rüber. Wer sind die beiden? Das sind zwei ganz liebe Begleiter unserer Band, die wir immer wieder netterweise treffen, die auch vor kurzem in Berlin waren. Und wir uns sehr freuen, immer wieder, wenn vertraute Gesichter und vor allem Grüße von vertrauten Gesichtern zu hören. Ja, super, auf jeden Fall. Also, die Grüße kommen an, definitiv. Und ich denke mal, liebe Grüße auch an die beiden wieder zurück. Ja, Logo, zurück, liebe Grüße. Snap. Ja, dann ist euer Fanclub ja quasi da. Ja, so wie ich dann gerade mitbekommen habt, Felix und auch euer Schlagzeuger, ich habe jetzt nochmal den Namen vergessen, Manuel war es, ne? Manuel Di Camillo heißt er, der teuflische Drummer. Reicht ja auch. Manuel, der findet man nicht keine Angaben, nicht gleich jetzt anrufen und bei Facebook stalken. Ja, nee, aber dann kennt ihr euch ja alle auch untereinander. Also sprich, Felix, du kennst auch Ben Tivak. Und wie sieht's eigentlich auch mit Nina, Cielis und Stefan aus? Kennt ihr euch auch gegenseitig? Ja, wir kennen uns alle untereinander irgendwie. Also klar, Stefan kennt man irgendwie über lauter Ecken. Irgendwie haben auch miteinander zu tun. Und Nina wohnt auch in Berlin, ist auch eine gute Freundin irgendwie. Und ja, wir kennen uns alle untereinander. Ist ja auch wichtig, gerade beim Musikmachen, dass das Soziale ganz weit vorne ist, irgendwie auch, damit cooles Zeugs rauskommt. Ja, vor allem Philipp, sicherlich immer noch guten Draht, weil ja schließlich der Stefan ja auch euer erstes Album mit unterstützt hat. Ich denke mal, da war der sicherlich auch geladene Gäste bei den großen Hockenheim-Gigs dabei gewesen. Also ich denke mal, der Kontakt bleibt sicherlich bei euch immer noch, auch wenn jetzt Stefan nicht mehr so stark die Finger in euren Alben hat, oder? Ja, klar, der Kontakt ist noch da. Ich habe mit Stefan auch jetzt noch seinen Geburtstag letztens gefeiert und man sieht sich immer wieder. Wir sehen uns in Spanien ja auch und er hört ja auch rein, was bei uns passiert mit der Mucke und wir will ja auch wissen, was bei uns los ist. Also er ist noch immer ein Teil der ganzen Sache. Bloß damals hat sich halt 3R aufgelöst und dadurch ist natürlich die ganze Situation ist anders. Vor allem auch mit den Onkels hat er natürlich jetzt genug um die Ohren. Aber wir sind alle im regen Kontakt, verstehen uns alle super und jeder ist neugierig, was der andere so anstellt. Ja, dann hast du mir eigentlich auch quasi die Frage vorweggenommen. 3R hat sich aufgelöst und ich habe am Rande mitbekommen, dass ihr jetzt auch ein eigenes Label bekommen habt. Ja, erzählt mal, wie kam es dazu? Ja klar, 3R hat sich aufgelöst, ihr braucht etwas Neues. Aber was macht so ein eigenes Label aus? Was muss man beachten? Was gibt's für Vorteile dadurch? Interessiert sicherlich auch einige Fans. Ja, das ist ähnlich wie mit diesem Teamspeak 3. Das ist am Anfang erstmal ein bisschen kompliziert. Aber man kriegt es dann doch hin. Die Sache kam so, wie gesagt, Label war weg und es waren glücklicherweise auch Labels an uns interessiert. Das wäre aber alles dann, das war alles sehr kunterbunt. Und da habe ich vom sehr guten Freund, vom Stefan Weidner, der meinte, sonst macht ihr den Kram eigentlich nicht selber. Wir hatten eh schon den Gedanken. Und nachdem wir erstmal eine EP machen wollten, wieder ein Lebenszeichen und mal gucken, ob die Leute noch wirklich Bock auf uns haben und wir ja doch ein Zeitchen zurückgezogen hatten, haben wir uns gedacht, machen wir erstmal eine EP und dann schauen wir mal weiter. Und das haben wir gemacht auf dem eigenen Label, da wir dann auch die komplette Kontrolle haben und auch einfach alles mal so angehen, wie wir wollen und wie uns auch mal wieder eine Menge zu lernen und es die Band auch zusammenschweißt. Und wir haben ja alles selber auch produziert, also beim Felix hier in Berlin und am Tegernsee draußen bei München. Und insofern war das für uns so der Abschluss. Das ist einfach unser Baby. Das ist auch ein Ding, das nur als Dankeschön gedacht ist, online verkauft. Jetzt auch seit ganz neuem ist es auch noch bei iTunes drin. Bei uns gibt es aber noch unterschrieben zu bestellen.
Und da haben wir uns wahnsinnig gefreut, vor allem über den Feedback, dass wir doch dann von, wir dachten, mal schauen, da werden wir vielleicht ein paar 50, 60 Stück, wenn es über den Tisch gehen, haben wir 800 Dinger verschickt. Und die sind alle Hand unterschrieben, bei uns im Laden zu bekommen. Und das war einfach mal der Test, zu gucken, was geht, was ist los, haben die Leute Bock und alles aus eigener Hand. Cool, kann man sich dann irgendwie auch vorstellen, in zukünftigen Jahren, wie es ja 3R eigentlich auch vorhatte, extra andere Bands noch mit ins Boot zu holen? Also jetzt sind wir erstmal happy, dass wir den Kram selber hinbekommen haben und dann mal schauen. Schlussendlich sind wir jetzt auch mal schauen, ob wir auch weiter auf dem eigenen Label releasen oder ob wir vielleicht ein anderes Angebot annehmen. Das wird sich alles noch zeigen. Aber schlussendlich war es erstmal gedacht, nur um uns selber rauszubringen oder vielleicht auch mal Projekte, die man macht. Letztendlich, wenn du ein eigenes Label hast, heißt, du kannst machen, was du willst und es wird rauskommen und niemand redet dir rein. Das ist ja, wenn du mit anderen Labels reinredest und dann musst du die Musik manchmal, oder mit anderen Labels zusammenhalten, musst du die Musik manchmal so zurechtbiegen, dass es irgendwie gefallen würde und die reden dann auch noch mit rein irgendwie und machen irgendwas. Nö, hat man keinen Bock. Und ihr habt ja auch direkt in euren Shop auf eurer Seite ja alle 3 CDs für einen Preis, so wie ich es gesehen habe. Ja, solche Sachen machen wir jetzt auch noch. Wir haben die ganzen Restbestände aufgekauft, unserer ersten und zweiten CD, und haben jetzt also verschiedene Packages geschnürt, mit neuem T-Shirt, die alten CDs zusammen und also Geschichten. Also ist richtig, bei www.eschenbachband.com. Ganz genau. Ja, kommen wir doch mal zum aktuellen Album, kann man ja nicht sagen, ist eine EP, Divided at Impera. Und zwar habt ihr da den ersten Track, der nennt sich ja Obsessionen. Viele fragen sich, dreht es hier sich dabei um die Liebe zu einer Partnerin oder doch eher zu der Liebe zur Musik oder doch was ganz anderes? Das ist eine sehr gute Frage. Wo ist Richie, wenn man ihn mal braucht? Scheiße. Oh Mann. Obsession ist übrigens dazu noch eine kleine Geschichte zu dem Song. Das ist der einzige Song, die wir mit dem Nebel ziehen, auch den hatten wir noch übrig von der Alles in Allem. Und uns hat der wahnsinnig gut gefallen. Aber nachdem die Songauswahl anders gefallen ist, war das noch so ein Baby, das wir noch raushauen wollten. Also Obsession ist noch von der Alles in Allem Session. Und die Obsession, worum sie genau geht, das habe ich mit dem Richie hier zusammen den Song geschrieben, haben wir auch nie so genau erläutert uns gegenseitig. Wir sind einfach bloß auf den Text gut abgegangen. Ich glaube, der Richie, der weiß es genau, was er damit genau gemeint hat, textlich. Ja, also müssen dann die Fans, wenn sie diese Frage nochmal speziell beantwortet haben wollen, einfach mal auf eure Facebook-Seite, die es ja auch gibt, einfach mal kommentieren und dann denken, wenn sich der Richie drüber melden. Schlussendlich geht es um alle Obsessionen. Ja, denke ich auch. Der Interpretationsfreiraum ist jedem Zuhörer natürlich selbst gegeben. Jeder kann selber entscheiden, was er natürlich auch drin sieht. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man seine Songs erklären muss, irgendwie. Das ist jedem sein eigener Freiraum, das zu interpretieren. Und genauso wie wir unser Label gegründet haben, um die Musik zu machen, die wir wollen. Irgendjemanden trifft die Sprache immer. Jeder setzt es für sich selbst fest, wie er das zu verstehen hat. Und das ist auch ziemlich frei. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Das finden wir alle eigentlich auch sehr cool. Ja, einige, wenn ich so Rezensionen lese über eure EP, meinen, es ist ziemlich düster ausgefallen, so dass eben halt auch wie bei Obsessionen oder eben halt auch wenn du gehst, sehr viel von ja Schmerz und Trauergefühl ist. Gibt es im Moment gerade so eine Negativschwellung in der Band oder ist das alles irgendwie so ein Abbild, was man einfach mal beschreiben möchte? Ich glaube, dass wir uns recht viel Gedanken drüber gemacht haben. Es war uns schon bewusst, dass die ein bisschen düsterer wird. Die erste war aber auch schon recht düster. Die Alles in Allem war dann mal wieder ein bisschen glücklicher. Ich denke, da gibt es keinen roten Faden. Das war jetzt mal so das Grundfeeling da und das wird in der nächsten Partie auch wieder ein bisschen anders. Abgesehen davon werden wir ab dann auch vom Songwriting her weitaus bunter sein. Der Felix konnte sich jetzt bei der EP noch nicht so groß einbringen. Bei der nächsten Partie werden noch weitaus mehr Songs vom Songwriting dazukommen vom Felix. Also auch komplette Songs. Der hat natürlich seine Gitarrenparts dazugegeben, alles. Also es ist eh schon eine Band auf der EP. Bei der Platte wird es noch mal weitaus mehr der Fall sein. Und da werden wir sicher noch mal mehr Stimmungen am Start haben. Die EP ist sicherlich bei den wenigen Nummern, ist sicherlich das Düstere ist ganz groß geschrieben. Na, ich denke, vielleicht liegt es auch daran, dass wir musikalisch einfach die Texte auch ein bisschen soundmäßiger noch unterstrichen haben, dass wir sehr weit viel mit Sounddesign gearbeitet haben, dass es einfach nicht nur nach einer Rock'n'Roll-Platte mit Schlagzeug und Gitarren klingt, sondern sehr viel mit weiten Räumen gearbeitet haben, weil so ein Text natürlich auch viel Raum gibt und das klatscht dann nochmal anders. Also so geht's mir, aber ich find's gar nicht so düster, es ist einfach sehr
sehr, sehr ein bisschen feiner gemacht, nicht ganz so prolig vielleicht. Und, das hast du gesagt. Aber ja, also es ist ein bisschen Feingeist, ist so ein bisschen dabei von allen, weil es ein bisschen sensibler ist, denke ich. Stimmt, finde ich, ja. Ja, also das sind wie gesagt die Fanmeinungen, die ich soweit lese, diverse Rezensionen auf Amazon und Co. Also ich würde sagen, es ist einfach ehrlich, es kommt ehrlich rüber. Es ist nicht düster, es kommt einfach ehrlich rüber. Ja, Ehrlichkeit kann manchmal düsterer sein, als irgendwas gewollt düster zu machen. Aber wir sind doch einfach 80er und 90er Jahre Kinder irgendwie. Und da kommt es auch alles her. Alles sehr, sehr traurig. Ja. Ja, so schwere Grunge-Musik, ja, das Band, Design. Die Bands wie Alice in Chains zum Beispiel, die ich besonders geil finde, ich weiß, der Richie auch, Felix auch, das sind Bands, die immer, also wir stehen schon auf schwere Mucke. Wir sind generell ja gar nicht so traurige Menschen, ja? Deswegen. Eigentlich sind wir voll lustig, ne? Wir lachen uns kaputt. Auf der Bühne haben wir auch immer einen Mordspaß. Ne? Wir haben es zwar technisch nicht so drauf, deswegen dauern noch Interviews, dann gehen dann später los, aber wir haben eine gute Laune. Und die Platte ist ein bisschen melancholisch, bisschen sensibler, bisschen schwerer. Wir haben auch im Schnee noch angefangen mit der Aufnahme. Wir sind unglaublich abhängig auch von der Umgebung und vom Wetter. Und nee, also zum Ernst, also wir haben schon eine Menge Tracks für die neue Scheibe zusammen, an denen wir jetzt gerade noch feilen und schrauben. Und da sind auch einige Nummern dabei, die gar nicht, also die sehr optimistisch sind. Ja, keine Panik, guten Tag, hallo. Oh, Udo Lindenberg scheint auch da im Studio zu sein. Okay, Vertragsunterschreibungen? Nee, keine Details, Udo, keine Details. Ja, keine Panik, ja, das ist ja vorbeigekommen, schade. Ja, Udo, Mann, geh mal auf Toilette. Ja, Entschuldigung, der Udo immer, gell, das ist schrecklich. Okay, es gab eine Frage aus dem Chat, und zwar von Gast 1699. Singt Philipp wieder auf dem nächsten Album? Also auf der EP konnte ich es ja auch nicht lassen, aber mit dem Singen habe ich es ja eh nicht so, ich spreche dann ja eher immer ein bisschen eher. Ja, wahrscheinlich schon, da ist jetzt gerade noch nichts fest in der Mache, aber immer wieder auch, dass der Ritchie sich mal entspannen kann und so. Jo. Okay. Ja, ich hoffe, die Frage ist dann damit beantwortet, Gast 1699. Ja, wir hatten es vorhin schon angesprochen, die mit dem Nebel ziehen. Ist ja nochmal neu aufgenommen worden auf der EP. Wie kam es dazu? Ich wurde mal von jemandem angesprochen, warum wir die, weil wir sie ja live anders spielen. Wir spielen die ja live nicht akustisch. Und da wurde ich gefragt, warum die Nummer nicht auch so mal aufnehmen würden. Dann dachte ich mir, das ist eine gute Idee. Und dadurch kamen wir irgendwie, jetzt sagten wir uns, dann nehmen wir sie nochmal ein bisschen rockiger auf, ein bisschen anders arrangiert. Und dann habe ich dieses tolle Solo von Felix gehört. Und dann dachte ich mir, das müssen wir machen. Ja, also das war einfach nur, dass wir die Version nochmal anders haben für die Leute. Nicht nur akustisch, sondern mit Band. Auch wie wir sie live spielen. Ja, weil es auch einfach eine schöne Nummer ist, wenn man die einfach komplett fett spielt. Ja, hat uns einfach gefallen. Aber ey Mann, das ist cool. Das ist geil. Ist nochmal so ein bisschen die Brücke von der zweiten Platte vielleicht zum nächsten Album, dass man in dem Style noch was rübernimmt. Obsession ist ja auch sehr. Und die drei Nummern in der Mitte, das ist dann so der neuere Sound irgendwie. Hat uns gefallen. Wir hatten Bock darauf, einfach den Song zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir. Das ist geil. Ja, vor allen Dingen spiegelt es meiner Meinung nach den neuen Style von Eschenbach rüber. Und er geht irgendwie auch ein bisschen tiefer unter der Haut. Aber das ist Geschmackssache. Ja, das freut mich. Ja, also wir haben Mordspaß, das drin zu spielen. Das ist natürlich sehr vom Sound sehr selig, Soundgarden, Alice in Chains mäßig, sehr 90er, aber wir mögen dieses sphärische, weite, ja. So ein bisschen, eigentlich ist es ein bisschen Herbstmusik. Genau, aber so sehen wir es zumindest. Ja. Ich hoffe, der Rest auch. Ja. Ja, kommen wir mal zum einen älteren Track, und zwar haben wir auch vorhin schon gespielt hier über den Stream auf Radio Dexterra, und zwar ist die Rede von Rennen. Der enthielt ja ein paar Filmsequenzen, die Henning Heub oder so, von Freund von Felix, Freund von Nils meine ich, beisteuerte. Ist richtig, oder? Das ist, genau so ist es, genau. Entschuldigung, also, ja. Oder soll ich noch mehr dazu sagen? Ja, das war der Henning, ein guter Freund von uns. Der hat mit Leuten, die hatten einen Kurzfilm gemacht, glaube ich. Es kam über Nils, der Nils kannte, ist ein guter Freund von Nils, auch ein guter Freund von mir geworden. Der war auch ein paar Mal, hat uns auf dem Land besucht. Genau, und der hat einen Film gemacht, und nachdem die Geschichte ja so mit dem Film so doch das ganz gut passt,
kam dann irgendwie die Idee, das doch ins Video reinzupacken. Und dann haben wir ja eben an der Ostsee gedreht, am Wasser, und dann haben wir die beiden komplett getrennten Projekte an sich kombiniert. Finde ich eine sehr interessante Sache, und da erschließt sich auch gleich die nächste Frage. Würdet ihr, wenn ihr so ein Angebot bekommen würdet, auch einen Soundtrack mal direkt schreiben mit Videos, also für irgendwie einen Kinofilm oder so? Da darf ich noch nicht so aus dem Nähkästchen reden, aber ich weiß nicht, ob das mir mitbekommen. Ich habe für einen Kurzfilm von Michel Guillaume mal Musik gemacht, der kam letztes Jahr raus. Und da sind wir gerade an Sachen dran, also der Felix und ich komponieren da gerade Sachen, und könnte auch sein, dass da die Band mit reinrutscht. Man wird es sehen, lassen wir uns überraschen, aber es wird alles noch ein bisschen dauern, deswegen ist es noch nicht, ist noch lange nicht so weit, dass man das jetzt an sich raushaut. Es wird noch alles ein Zeitchen dauern. Kann man denn schon in Erfahrung kriegen, ist es eher ein düsterer Film, oder für was interessiert ihr euch eigentlich so filmtechnisch? Habt ihr Filmtipps? Wir sind generell ganz lustige Typen, aber wir stehen total auf bisschen düster. Ja, na, so Film, also auf alle, also wir sind David Lynch-Fans. Total. Voll. Und das ist auch so dieser ganze Musikstyle, der da so hintersteht, da sind wir zum Beispiel voll auf dem Nenner. Film. Also von Popcorn-Kino, wo es ballert, auch bis, das mögen wir natürlich auch, aber ey, man, coole Filme. Das, wo man so ein bisschen schnökern muss, wo es ein bisschen spezieller zur Sache geht. Das mögen wir schon. Die Sache, die wir da eben machen, ist auch, um das zu sagen, auch eher eine düstere Angelegenheit, worum es da geht, bei dieser ganzen Geschichte, wo wir mitmachen. Ha, genau mein Fall. Nee, sehr interessant. Wär cool, wenn man euch dann irgendwie, ja, auch auf den Leinwänden der Nation sehen könnte. Ja, kommen wir zum anderen Thema. Und zwar reißt er ja mit der EP auch im Moment so Alltägliches an. Also so dieses Weltgeschehen. Was sagt ihr eigentlich im Moment so, ja, zu den Zuständen, die hier so in Deutschland, Europa und allgemein auf diesem ganzen blauen Planeten herrschen? Das ist eine sehr unruhige Geschichte gerade eben. Ja, schwer. Als wir die Vidit Impera den Titeltrack geschrieben haben, da war ja an sich diese Situation, die wir jetzt gerade haben, jetzt noch nicht wirklich. Klar, war schon, aber da war es ein bisschen anders noch alles. Da ging es mir an sich um die ganze Hetzerei, wie sich Leute gegenseitig angreifen und wie das alles noch viel, diese Hetzerei zwischen verschiedenen Camps extremst abgeht in den sozialen Medien, ja, wie sich da Leute gegenseitig hochpushen und antreiben. Was jetzt da nochmal passiert ist, damit hat die EP in dem Sinn an sich nichts zu tun, ja. Aber es sind heftige Sachen, die da auf uns zukommen. Ja, wer ist die Top vielleicht auch sogar irgendwie mal ein Künstler, mit dem ihr euch die Bühne teilen würdet? Oder was habt ihr allgemein für Musiker, wo ihr echt mal sagt, ey, mit dem auf der Bühne stehen wäre richtig cool? Mit Ziggy Marley wollen wir unbedingt mal spielen. Also mit ZZ Top würden wir auch sofort spielen. Wir sind da eh recht flexibel, wir sind da sehr dankbar, wenn du uns jemand mitnimmt. Ja, aber hauptsächlich ist es so, dass wir eigentlich gerne zu untypischen Sachen gehen, was man mit unserer Musik gar nicht vergleichen kann. Also wir feiern viel Hip-Hop. Das wird einige Schocks auslösen, wie damals, als ich einen Christian-Track gemacht habe. Genau, wir hören auch viel Reggae und so ein Krams und würden uns eigentlich eher vorstellen, wir würden mit The Roots spielen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, aber das geht halt nicht. Weil das sind natürlich Sachen, auf die wir richtig Bock haben auch, aber wir spielen natürlich auch lieben gerne mit Rockbands, weil das machen wir auch gerne. Also sowas wie hier Bob Marley, was ja auch Ziggy Marley jetzt weitermacht, sein Sohn, ne? Reggie, was ihr gesagt habt gerade, hört ihr? Auch. Also wie gesagt, Ziggy Marley habe ich auf Jamaica zweimal live gesehen. Ich finde, der macht das, was sein Papa angefangen hat, super weiter. Aber es gibt ja einige geile Leute. Von den ganzen Mali-Nachfolgern gibt es ja ein ganzes Rudel an Leuten, die geile Mucke machen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Wir hören wirklich, unser Musikgeschmack ist auch im Oldschooligen, auch meinetwegen ein paar Country-Sachen, die geil sind, ein paar dies, das, also ganz weit gefächert. Aber die Leute wahrscheinlich, die zu solchen Konzerten gehen, haben jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Riesenlust, uns dann im Vorprogramm zu sehen. Davon gehe ich mal aus. Ja, also insofern. Aber das wäre auch mal interessant, mal mit ganz anderen Acts zusammenzuspielen. Ja, geht ihr denn überhaupt jetzt in nächster Zeit mit der EP auf Tour oder wartet ihr erst, bis das Album fertig ist? Wann soll es überhaupt erscheinen? Gibt es da irgendwie so einen groben Richtwert, dies Jahr noch, nächstes Jahr?
Also das, wir sind gerade eben daran, diese ganze Live-Geschichte jetzt endlich mal richtig aufzustellen. Wir waren jetzt jahrelang ohne Booking-Agentur, was auch zu spüren war, dadurch waren wir so gut wie überhaupt gar nicht unterwegs. Das werden wir jetzt alles ändern. Jetzt steht erstmal ein Gig an. Am 10. März spielen wir im Sage Club hier in Berlin. Wir hatten ein sehr guter Freund von uns Geburtstag, der Jack, der den Laden auch damals gestartet hat. Und da spielen wir jetzt erstmal, das ist nichts Anstehende. Wir sind natürlich dran und wollen so viel wie möglich live spielen. Werden auch sicher noch viele Gigs spielen. Aber das Ding, was wir jetzt da probieren aufzubauen, wird wahrscheinlich, wenn wir nächstes Jahr hoffentlich schnellstmöglich unsere Platte, also dieses Jahr unsere Platte, Ende diesen Jahres unsere Platte raushauen, spätestens Anfang nächsten Jahres, dass wir dann wirklich das ganze Ding komplett stehen haben. Wir bauen gerade das ganze Ding wieder neu auf und mal schauen, was dieses Jahr an Gigs noch auf uns zukommt. Sind wir sehr gespannt. Dann mit Vorband oder ihr allein? Am besten mit Sigi Mali im Vorprogramm, aber wie gesagt, nein, also wenn wir unterwegs sind und wir eine Headliner-Show spielen, dann natürlich mit Vorprogramm und auch gerne ruhig mit zwei Bands, dass man schön Spaß hat, die Leute auch Spaß daran haben. Vielleicht ergeben sie aber noch ein paar gute Sachen, wir im Vorprogramm anderer Bands, das ist alles noch ungelegte Eier, also da müssen wir uns mal schauen, was passiert. Aber wir sind auf jeden Fall am Ball und es wird definitiv nicht so weitergehen wie in den letzten Jahren. Also kann man mit einer Tour rechnen oder bleibt es bei vereinzelten Gigs? Ja, du bist ein Fuchs, gell? Du hörst nicht auf, gell? Das ist ein bisschen Wadenbeißer. Nein, also wie gesagt, Tour steht jetzt noch nichts. Gigs auf jeden Fall. Tour, da würden wir uns alle wahnsinnig freuen. Aber wir wissen noch nicht, wie das ist. Wir sind gerade in der Mache, deswegen ist es schwierig, jetzt da irgendwas zu sagen. Bevor ich da wieder irgendwas sage und dann passiert es wieder nicht. Dann lassen wir uns einfach überraschen und dann sollten sich die geneigten Fans einfach eure Facebook-Seite oder eure Webseite regelmäßig begutachten, um dann zu sehen, wann welche Gigs stattfinden. Da wollte ich mich immer ganz kurz bedanken, weil wir die ganze Promo für unsere EP an sich nur über Facebook gemacht haben und wir wirklich schwer überrascht waren, was das für ein Feedback für uns war, weil dass da überhaupt nur über die Facebook-Seite so viel passiert ist und wir kaum noch mit dem Unterschreiben und mit dem Verpacken nachkamen, wobei ich mich da auch entschuldigen muss, weil einige Sachen gingen weitaus später raus, wir mussten uns da erstmal irgendwie richtig aufstellen. Das war am Anfang nicht so leicht, weil wir das alles komplett selber machen. Der Martin, dem rauchte der Kopf für München, der hat einiges gemacht und das musste über Berlin, München hin und her, da waren wir leider ein bisschen chaotisch, genau. Also seid ihr über alles drüber gestürzt. Wir haben im letzten Jahr auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ja, ich habe hier gerade eine Hörerfrage reinbekommen und zwar am 10.3. habt ihr ja einen Gig und zwar wird da gefragt, spielt ihr dann ein komplettes Set oder nur ein paar Songs? Da spielen wir ein komplettes Set, weil wir haben das letzte Mal im Sage Club gespielt, auch nach unserer Release-Party in Blacklands und das war ein Unplugged-Show, da haben wir nur drei Nummern gespielt. Jetzt spielen wir dann, jetzt dürfen wir ein komplettes Set spielen. Mit Stromgitarre und Verstärkern. Nein, also ist ein Witz. Das letzte Mal war das ganz spontan mit dem Unplugged-Ding. Und jetzt spielen wir ein komplettes Set. Also wir sind da als Headliner und spielen komplett. Ja, gerade eben ist mir noch eine Frage spontan eingefallen hier. Wir waren ja gerade so bei Spaß auf Konzerten oder allgemein verrückte Typen. Wie sieht das eigentlich aus? Möchtet ihr in nächster Zeit, also ich denke mal, in Berlin ist es ja immer noch möglich, aber wenn ihr in andere Gigs spielt, andere Locations, werdet ihr weiter diese Fannähe suchen und auch mit den Fans reden, Autogramme geben, wie ihr es in letzter Zeit auch immer getan habt? Ich glaube, das suchen wir nicht, das kommt ganz von ganz alleine, dass wir da irgendwie immer gerne davor und danach Leute treffen, die man kennt, die man noch nicht kennt und einfach eine coole Zeit haben irgendwie. Im Backstage-Raum sitzen wir genug, ja. Du sitzt ja vor dem Gig erstmal rum, dann machst du deinen Soundcheck, das könnte doch alles schlimmer sein, dann machst du erstmal deinen Soundcheck, dann nach dem Soundcheck, bis du spielst. Weitaus lustiger, mit Leuten sich zu unterhalten, Leute kennenzulernen und vertraute Gesichter zu, als da die ganze Zeit irgendwie im Kämmerchen hinten zu sitzen. Ja, ich meine jetzt von eurer neuen EP, die ist ja quasi überrannt worden, habt ihr ja selber gesagt mit dem Feedback. Es gibt ja einige, die sagen, oh, jetzt wird das doch langsam zu viel mit den Leuten, die uns mögen, soweit. Jetzt wird es ein bisschen kritisch, was Autogramme betrifft. Oder denkt ihr euch, es können meinetwegen auch noch ein paar Tausende mehr sein, also ich nehme mal für jeden Zeit. Du, also da hatten wir ja an sich, als uns der Stefan netterweise ein paar mitgenommen hat, Dortmunder Westfalenhalle oder so, da hatten wir, da war es ja wirklich eine Zeit, wo es sehr viele Leute kamen. Wir freuen uns, also desto mehr, desto besser. Also gar kein Thema. Deswegen, wir freuen uns, das sind ja die Leute, die uns unterstützen, für die spielen wir ja und für die marschierst du hin. Das klingt zwar immer so saublöd, aber es ist ja tatsächlich so. Und wenn wir Gigs spielen und die Leute sind da und die kommen ja auch aus allen Ecken immer wieder hingefahren,
sind wir sehr gerne am Start und sehen die Gesichter und auch neue Leute und unterschreiben alles, was geht. Weil das freut uns ja, wenn die Leute unseren Krempel auch in der Hand haben. Ja, ja. Und das ist ja auch für die Leute auf der Bühne geil, wenn man sich mit den Leuten versteht. Ja. Okay, habt ihr eigentlich neben der Band noch eigenständige Jobs oder seid ihr einfach alle Vollblutmusiker? Also wir sind alle Vollblutmusiker und wir haben arschvoll Jobs natürlich auch. ja, also wie ist bei dir, Philipp? Also klar, wir sind alle Vollblutmusiker und die Musik, die wir machen, ob das jetzt zum Beispiel jeder ja hier und da noch was nebenher produziert oder noch Projekte macht, aber auf jeden Fall Mucke ist glaube ich, das spricht für alle in der Band. Das ist komplett unser Main-Fokus, unser Hauptding, ja. Okay, wie sieht es eigentlich noch aus mit dem Club in Spanien? Ich komme jetzt gerade auf den Namen aktuell nicht. Den habt ihr ja auch noch. Da hat ja auch Philipp speziell oder auch Stefan aufgelegt. Existiert der noch? Gibt es den noch? Gibt es da noch weitere Gigs von dir? Das ist das Veto, frühere Grial, das ich mit Stefan übernommen habe. Das haben wir auf Ibiza übernommen, Laden, mit dem wir an sich Livebands und solche Sachen machen wollten, in kleinem Club-Ambient mit einem Social Club und solchen Sachen kombiniert mit einem Tonstudio. Die Sachen sind leider etwas schwieriger geworden, als wir es erwartet hatten. Und dadurch hat sich das dann alles leider ganz anders abgespielt und dadurch ist es eher ein elektronischer Club geworden. Aber es ist ein toller Laden. Das Design ist knaller, wir fühlen uns da sau wohl. Ich sehe den Stefan dann auch oft. Stefan macht den Laden weiter, ich bin raus. Weil ich mir dann doch dachte, ich muss mich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr nach Deutschland zurückziehen, mich um meine Band kümmern. Also der Laden, den gibt's noch, aber leider eben nicht so, wie mal unsere Grundidee war, ja. Das ist ärgerlich, aber verständlich, klar, mit der Band habt ihr sicherlich ordentlich genug zu tun. Ja, das sind auch Dinge, wenn du natürlich auf der Insel, der Stefan lebt ja schon länger, ich noch nicht so lange, wir wussten nicht genau, was da auf uns zukommt. Wir haben das Ding super gemacht, sage ich jetzt mal so, Eigenlob stinkt, aber es ist ein toller Laden geworden. Es ist nur ein bisschen anders, ich wollte da mehr Live-Musik am Start haben. Stefan natürlich auch, das haben wir nicht so hinbekommen, wir haben da aufgelegt, wir haben jeden Montag Rock und härtere Mucke aufgelegt, kombiniert mit anderen Musikrichtungen, die uns gut gefallen, hatten einen Riesenspaß. Da gehe ich auch noch immer hin, nur nachdem ich jetzt wieder mehr hier bin in Deutschland, was mehr Sinn macht, um mit der Band zusammenzuarbeiten und dass wir einfach einen engeren Kontakt haben, ist es ein bisschen schwieriger. Aber er hat den Laden noch, ich bin raus und ich marschiere immer gerne wieder hin und trinke ein Bierchen oder ein Wasser oder einen Tee. Okay. Wie würdet ihr denn am liebsten, oder wie stellt ihr euch vor, wie würde Eschenbach in ungefähr 10 Jahren aussehen? Als Aktie an der Börse. Aber wahnsinnig gut aussehende Typen natürlich und vor allem sharp-dressed man. Natürlich in geilen Bärten. In 10 Jahren haben wir Bärte, einen dicken Bauch, auch geile Hüte, schöne Stiefel und ein sehr nettes Publikum, mit dem wir immer schön abhängen, nach und vorm Konzert. Ja, genau. Ja. So eigentlich. Genau. Lustige Vorstellung. Also ja, also die Haare, die dann auf dem Kopf sind, fallen dann aus und sind dann halt als Bart dran, oder auf wie soll ich mir das vorstellen? Die Haare. werdet nicht zu speziell, denkt dran, wir sind ja noch vor 22 Uhr. Ja, gut, wo wir bei 10 Jahren waren, was ist denn, wir hatten ja vorhin schon über Lieblingsmusiker und so weiter gesprochen, was ist denn aktuell bei euch euer Album der letzten 10 Jahre? Welches sagt ihr, das muss unbedingt mit auf die Insel? Der letzten 10 Jahre, oh, also es gibt, also aus den letzten 10 Jahren ist schwer, es gibt natürlich diese 3 Insel-EDs, mit denen die zum ganzen Leben dazugehören. Aus den letzten 10 Jahren, es gab einfach so viel und Philipp und mein Geschmack ist halt auch riesenbreit. Irgendwie. Darf ich kurz eine erwähnen zum Beispiel, die jetzt vor kurzem rauskam, weil ich weiß nicht, wie das ZZ Top und Kram, habe ich wieder keinen Bock drauf. Aber Billy Gibson, ja, der Sänger von ZZ Top, hat eine mördergeile Soloplatte, ist gerade ganz vor kurzem rausgebracht, die ich super finde. Dann ist die neue David Bowie gerade rausgekommen, kurz zu seinem Tod, die ich auch geil finde. Sehr schwer, auch düster, aber ein fettes Ding, was für eine Ansage, ein paar Tage vor deinem Tod so ein Ding zu releasen und er singt darüber, wie er aus dem Himmel zuschaut und so. Dann gibt es eine Band, die finde ich knatter, suche ich gerade nach dem Namen. Ja, aus den letzten 10 Jahren war es bei mir Skindred, auf jeden Fall. Skindred aus England, eine Metal-Band, die viel mit Reggae,
Dancehall und auch elektronischen Hip-Hop-Elementen arbeitet. Mega geile Band. Und natürlich auch sehr geil aus Deutschland. Materia feiere ich mega ab. Er ist einer der größten deutschen Künstler, gerade in der jetzigen Zeit. Ich mag seine Texte, das musikalische Design, die ganze Szenerie dahinter. Ja. So eine Band Baroness, die ich Knaller finde. Die haben gerade eine neue Platte rausgehauen. Die haben mich auch, finde ich, Knaller, also richtig geile Band. Dann kam eine neue Faith No More raus. Und gut, ist nicht eine Knaller-Band, da bin ich neu. Aber das Comeback war auch der Hammer. Da habe ich mit Stefan angeschaut, den Gig. Als Faith No More-Fan ist das auch eine tolle Platte. Finde ich absolut total geil. Und dann gibt es natürlich noch viele, die verschiedene. Gojira finde ich eine geile Band, die aber aus einem etwas heftigeren Bereich kommen. Gojira, ich habe sie falsch ausgesprochen. Der japanische Name für Godzilla. Achso, ich habe wieder was gelernt. Die Japaner sagen Gojira. Gojira. Die finde ich sehr geil. Und dann gibt es ja eben, das waren so für mich jetzt so. Und dann, ja. Dann eine neue Soundgarden ist auch draußen. Ich weiß, wir kommen nur mit alten Bands fast. Ja, alte Klassik-Bands, die nochmal so richtig es wissen wollen. Merkt man irgendwie immer wieder. Genauso wie ja. Und da muss ich nochmal kurz ins Wort fallen. Und dann gibt es noch einen knaller Hip-Hop-Act, der in Kürze rauskommt. Sido oder was? Oh Mann, der will nicht. Er ist schüchtern. Felix hat gerade einen sehr geilen Typen produziert. Da war ich gerade beim Showcase, will aber nicht drüber reden. Okay. Also er ist schüchtern und nüchtern. Ja, das können wir aber ändern. Ja, Philipp, dann gib ihm doch mal hier dein Glas Rotwein ab, dann spricht da Felix vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, okay, ich produziere natürlich auch andere Künstler und da gibt es einen kleinen neuen, der bald das Licht der Welt erblicken wird. Aber genaueres darfst du da noch nicht zu sagen. Doch, der Typ heißt Fargo. Im Internet findet man den unter Jetzt kommt Fargo. F-A-R-G-O. Ja. Und es war der Rapper von der Band The Love Below und der macht jetzt seine Solo-Platte, oder die ist eigentlich fertig und da gibt es jetzt ein paar kleine Gigs, sind jetzt fleißig am Spielen und ja, Aufbauarbeit. Ja, wo wir doch eigentlich dann, ja eigentlich wäre es meine Abschlussfrage gewesen, aber ich ziehe sie jetzt einfach mal vor und zwar, bitte beide gerne antworten. Und zwar es ist eine Frage, die ich eigentlich gerne jedem Künstler stelle. Und zwar, stell dir vor, sowas wie Gott oder irgendwie halt der Schöpfer allen Dingen würde vor euch stehen und sagen, ich hab's total verkackt mit der Menschheit. Was würdet ihr diesem Gott oder was auch immer erzählen? Naja, ich würde fragen, weißt du, wo der nächste Zigarettenautomat ist? Und dann mit dem quatschen, irgendwie, der arme Mann braucht ja eben auch irgendjemanden zum Erzählen. Irgendwie. Ja, genau, mal versuchen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist das doch alles ein Missverständnis und das ist doch eine Ansichtssache. Das liegt auch immer in der. Weißt du, es ist. Das gibt es auch eine Diskussionsbasis. Es liegt im Auge des Betrachters, das ist noch lange nicht durch das Thema. Hättet ihr dann irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Eigentlich nicht. So. Überhaupt nicht. Da hätte ich mal eine Frage an euch. Würdet ihr euch auch vielleicht in die Richtung mal industriell bewegen und mit Schnuffi auf der Bühne gehen? Mit was auf der Bühne? Mit einem Schnuffi, so eine Rotzmaske. Achso, du hast gerade den Augen gegoogelt. Ja, das ist natürlich alles drin. Mit, ohne, da sind wir offen. Ich meine, wie gesagt, es könnte auch gut sein, auf der nächsten Scheibe vielleicht sogar ein Song ist, bei der der Raul ein bisschen an der Elektronik mitgewirkt hat. Also was ist jetzt im Ernst, dann gehen wir dem mal was zusammen irgendwie leicht zu starten, das einzubringen, weil wir eh schon immer der Elektronik sehr offen waren. Das bei der ersten noch nicht so ganz durchkam, bei den Demos war da ein bisschen mehr. Aber mit Gasmaske würde ich es erstmal in nächster Zeit erstmal nicht unbedingt, nicht zwingend. Könnt ja auch ein Festival aufziehen oder irgendwie so ein Gig aufziehen, Rock versus Industrial oder so, wäre auch mal was ganz Feines. Ja, das gibt's ja schon. Also wenn man sich Nine Inch Nails oder so anguckt, ja, ist genau das gleiche. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, wenn ich Gott begegnen würde,
Ich glaube, keiner von uns wird sich da einen Kopf machen oder würde das auf eine Person alles implizieren, weil wir nicht so arg religiös sind. Klar, haben wir eine christliche Erziehung, wir essen die Weihnachtsgans und suchen Ostereier, aber viel mehr haben wir mit Religion eigentlich auch nichts zu tun. Deswegen, sorry, dass wir auf die Frage nicht so genau eingehen können, wie du es, glaube ich, gerne hättest, oder? Ja, Weihnachtsgeschenke. Nee, das ist in Ordnung. Also wie gesagt, da äußert sich wirklich jeder anders zu. Einige hauen da aus der Pistole alles raus. Ihr habt mal einen anderen Weg eingeschlagen und nicht gerade gesagt auf die Menschen, sondern ja, man muss das Gespräch suchen. Und dieses Gespräch suchen, das habe ich so in dieser Art und Weise auch noch nicht gehört. Also auch ein interessanter Ansatz, klar, weil ich denke mal, mit Reden kann man sehr viel mehr erreichen, stimmt ihr mir dazu, anstatt, wie soll ich es ausdrücken, anstatt man irgendwie bestimmte Themen anspricht, das und das muss geändert werden, denkt man, da sollte man erstmal analysieren. Ja, das ist doch richtig. Der Mensch sucht immer einen Schuldigen, der Mensch sucht immer einen Verantwortlichen irgendwie und dass einer alles auf den Schultern trägt und dass man einem sagt, hey, das hast du verkehrt gemacht, das ist irgendwie, also ist nicht meine Philosophie, einfach irgendwie. Es passiert einfach viel durch Austausch, Gespräche, gegenseitige Inspirationen und nicht durch irgendwelche Ego-Filme oder Monarchien oder so ein Krams. Das sehe ich ähnlich. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, würde ich sagen, spielen wir nochmal zwei Tracks. Und zwar einen von euren, jetzt muss ich lügen, zweiten Alben, Alles im Alm. Und zwar Geist gegen Sucht, da kommen wir gleich auch nochmal spezieller drauf zurück. Und dann schicken wir nochmal einen weiteren Rockklassiker ran. Wir hatten ja am Anfang soweit schon über das Sandmännchen gesprochen. Und ich glaube, Felix, du warst es. Du kanntest das Sandmännchen nicht, oder war es Philipp? Also ich bin geborener Mecklenburger, denn in Brandenburg groß geworden. Ich bin sowas von Ossi. Natürlich kenne ich den Sandmann. Ich kenne den um 18 Uhr, ich kenne den um 19 Uhr und ich kenne den um 20 Uhr. Dann war es Philipp, genau. Okay, ja, Snap hatte noch eine Frage, aber ich mache trotzdem mal weiter mit meiner Seite. Und zwar, ja, Eschenbach. Schön, dass ihr noch da seid. Definitiv, hundertprozentig. Ja, finden wir auch. Ja, ja, schön. Ja. Was ist eigentlich euer Ziel? Was wollt ihr mit eurer Musik ausdrücken? Sag mal, das kam hier gerade nicht an. Was wollt ihr eigentlich mit eurer Musik ausdrücken? Was wollt ihr der Hörerschaft mit euren Songs sagen oder aussagen? Das sind so Fragen, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist einfach so ein Drang in einem zu musizieren. Und wenn die Aussagen schlussendlich sind ja bei jedem Song anders. Das ist immer wieder Text oder einfach nur Gefühle, die man transportiert. Schlussendlich geht es darum, dass wir einen wahnsinnigen Bock darauf haben, Musik zu machen. Und einen Riesenspaß daran haben, alle zusammen und auf die Bühne. Und ob es aufnehmen ist oder schreiben, das Ganze, ja, schwer. Also wir wollen definitiv nicht die Welt verändern. Machen einfach coole Mucke und es gibt Leute, die das gerne hören und die scharen sich dann immer mehr zusammen. Ich glaube einfach coole Vibes, Fun, Spaß, ja. Schlussendlich sind wir auch keine Ärzte oder Politiker oder sonst was, wir machen Mucke. Wir sind nicht die Ärzte und wir sind doch die Ärzte. ja, klar. Noch nicht. Auf jeden Fall, ihr seid nicht die Ärzte, nein, auf keinen Fall, definitiv nicht. In Bezug auf die Aussagekraft eurer Songs. Okay, ihr macht eure Songs, eure Musik macht ihr in der Hinsicht erstmal für euch alleine. Ja. Aber ihr wollt ja auch an die Hörerschaft herantreten. Und wie geht ihr eigentlich um mit Kritiken in Bezug auf eure Musik? Und nehmt ihr euch in der Hinsicht auch ein bisschen was an, wenn man sagt, der Song klingt irgendwie scheiße. Macht ihr da ein bisschen mehr was draus oder sagt ihr, nö, das ist uns? Das gehört uns. Ja, es kommt immer drauf an. Also letztendlich machen wir die Musik, die wir cool finden, wo wir uns wohlfühlen, die wir gerne Sonntagabend in Trainingshose und Badelatschen im Proberaum spielen. Irgendwie einfach auch. Und du denn in. Aber Stiefel dafür in der kurzen Short. Genau, wo wir einfach Spaß haben und wir denken, hey Mann, da ist die Energie von uns fünf total geil und wir haben mega Spaß damit, diese Musik zu machen und spielen das denn und
Leuten gefällt es natürlich auch. Und wenn Leute sagen, denen gefällt es nicht, aber die hören sich die Musik trotzdem an, dann nehmen wir das natürlich hin und dann wissen wir aber auch, ey, die hören sich diese Musik an, weil die da drin irgendwas sehen. Also wir nehmen Kritik wahr, auf jeden Fall. Ob wir das dann aber umsetzen, wir nehmen das, glaube ich, anders wahr, irgendwie diese Kritik, als die Leute das meinen. Der Grundton wird sich durch Kritik nicht ändern, weil schlussendlich hast du ja einen Style, wie du deine Songs schreibst und dann die Gefühle. Und es gibt ja gewisse Kritiken, wo ich mir denke, na gut, dann tut's mir leid, dann sind wir wahrscheinlich die falsche Band. Oder muss man selber eine Band gründen und vorstellt. Aber wenn natürlich Leute, wenn ich weiß, dass sie unsere Musik wirklich länger verfolgen und die in die Songs und dann irgendwas kommt, dann höre ich schon mal hin und mach mir Gedanken drüber. Ja, haben wir da das Richtige gemacht? Ist der Sound ein bisschen sonst was? Da hatten wir bisher viel Glück. Es gab aber auch Zeiten ganz am Anfang, als Nachrichten rauskamen von Sängern, die nicht auf der Platte waren, wo die Kritik äußerst brutal war und heftig und die Sachen lässt man nicht an sich ran. Also es kommt darauf an, wie die Kritik ist und von wem sie kommt. Ja, grundsätzlich ist der Sound unserer und so finden wir und so sind wir die Band und sicherlich wird sich erstmal noch mehr ändern, jetzt, indem wir 5 Leute sind und sich die Band, alle 5 auch komplett in die Aufnahme und in den Schreibprozess einbringen, wird es nochmal anders klingen. Aber schlussendlich ist die Entwicklung unsere. Aber Input von außen ist immer gerne, wenn er der Richtige ist. Das ist immer hart zu sagen. Ja, der sagt, was wolltest du sagen? Dazu habe ich nochmal eine Frage, und zwar, weil du von dem Klang drauf angesprochen hast. Werden eure neuen Album weiterhin von Micha Mainz abgemischt? Das ist ein Workflow, der sich etabliert hat, für uns erstmal, weil er ein guter Freund ist und auch das Arbeiten super toll ist. Können wir bis jetzt aber noch nicht festsagen. Aber es ist ein mega Typ, sehr professionell. Wir sind geschmacklich auf einer Wellenlänge und das funktioniert einfach auch. Aber die Produktion, also zu einer Produktion gehören ja mehrere Schritte. Da gehört das Songwriting dazu, die Songs zu haben, die Songs aufzunehmen, an den Songs zu feilen. Dann wird gemischt, dann wird so ein bisschen designt, dann geht's ins Mastering und dann kommt's in die CD und dann kommt's in Laden und dann kommt's in den... Genau, und ja, das sind ganz, ganz viele Wege irgendwie. Ich denke, dass wir die Platte auch selber machen. Also technisch kann man das heute alles machen. Du kriegst überall Mikrofone, Instrumente und Laptops und Computer irgendwie her. Das kann man alles selber machen, um uns wirklich selber wohlzufühlen bei der Performance, wenn wir das einspielen werden, mischen, das heißt, die Spuren, die aufgenommen werden, das richtige Klangbild zu. Genau, das ist das, was Micha dann eventuell kriegen wird, das haben wir aber noch jetzt nicht drüber geredet, aber das wäre so ein Ding, was man wie machen könnte, und der bündelt das dann irgendwie alles, aber ob wir das machen, das lassen wir uns ziemlich offen, sind da auch nicht festgefahren, aber tendenziell ist es eine super Möglichkeit, die wir mit ihm haben, und er ist auch ein herzenslieber Mensch, mit dem man gerne Zeit verbringt und wo man weiß, hey, es wird definitiv fertig und es wird halt auch fett, und der Sound von der letzten Platte, oder Quatsch, von der letzten EP, den mögen wir eigentlich alle total gerne. So ein bisschen, ja, voll. Das war ja wirklich ein Ding, der Felix hat da ja auch sehr viel, wir haben ja Schlagzeugbass am Tegelsee draußen aufgenommen, der Martin und ich haben da die Aufnahmen gesteuert, und den zweiten Teil haben wir dann hier in Berlin gemacht, Gitarren und Gesänge. Und das lief alles super. Und dann mit Micha zusammenzuarbeiten, sehr vertraute Person, der bei der ersten Eschenbach auch schon am Start war, der, wie gesagt, äußerst sympathisch ist, super Ideen hat und ein alter Hase ist, der kennt sich da aus, der ja auch unseren Verlag jetzt macht für die EP und hoffentlich auch für mehr, mal sehen, wie alles weiterläuft. Also sind wir einfach ein super Team, man hat ja auch gerne vertraute Gesichter und vertraute Leute um sich. Genauso wie auch Stefan, die Nummern alle vorher noch in Spanien, als ich bei ihm war, sich angehört hat, ist das alles so ein Team, und wir wollten ja nicht komplett das ganze Ding ändern. Wir wollten nur, wenn die Situation es ist, wie sie damals war, dass wir das Ding selber auf unsere eigene Kappe alles aufbauen, aufnehmen, produzieren, die Songs schreiben und dann trotz alledem mit Micha mischen. Und wir sind sehr, sehr happy mit dem Mix, jeglicher Mix, also alle 3 Dinger fanden wir bis jetzt fett. Ja. Never change a winning team. Yeah. Der Workflow hat sich auch etabliert, es geht halt einfach auch schnell. Also das heißt, die Zeit, dass eine Band irgendwie 3 Monate im Studio abhängt und da einen Sound entwickelt, die ist, glaube ich, auch so ein bisschen vorbei. Das ist auch 80er. Und das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, und dadurch, dass wir jetzt auch ziemlich independent unterwegs sind und selber auch über Fähigkeiten verfügen und uns damit fast noch wohler fühlen, als jetzt irgendwie uns wochenlang ein Studio einzumieten. Es sind eigentlich diese Kollaboration aus eigenem erarbeiteten Material und aufgenommenes Zeug
Und der letztendlich technische Part von Micha Mainz, das kann man in einer Woche dann mit ihm zusammen bewerkstelligen. Das ist doch einfacher für uns und fühlen uns dann auch noch mehr verbundener zur Platte, weil wir wirklich Arbeit in Hand angelegt haben. Ja, das ist auch ein Teil des Grundsounds von Eschenbach. Ja? Weil wir haben alle vorher in verschiedenen Bands gespielt und ich habe auch lange im Tonstudio gearbeitet. Ein sehr guter Freund von mir, der Patrick, hat noch immer ein tolles Studio in München und könnte sicherlich auch Sachen gewährleisten und uns da helfen. Aber es geht darum, auch so ein bisschen das Ding zu verfolgen, was wir von Anfang an hatten, finde ich. Muss nicht unbedingt immer sein, aber wir fühlen uns sauwohl und haben uns gedacht, toll. Und der Micha zum Glück war auch dabei, der hat genug um die Ohren gehabt, gerade in letzter Zeit mit den Onkels und mit anderen Sachen, die da alle im Studio passieren. Waren wir sehr glücklich, dass er überhaupt Zeit für uns hatte. Over. Over. Okay. Okay. Wir haben gerade im Hintergrund ein bisschen geredet und ihr möchtet gerne uns hier bei Radio Dexterra auch etwas zukommen lassen. Und zwar eine kleine Verlosungsaktion, definitiv, die wir demnächst starten. Was gibt es denn von euch aus gesehen zu gewinnen demnächst? Das werden wir uns jetzt noch überlegen. Nein, wir könnten schöne EPs anbieten, handunterschrieben, wir könnten anbieten ein paar T-Shirts und so Sachen. Also wir haben jetzt ganz neu im Angebot bloß unsere neuen Shirts und die EP. Ja, wir können trotzdem, wir haben noch Caps, Sticker, Feuerzeuge. Mal schauen, was wir da so zusammenpacken können für euch, wenn ihr Lust habt und da Interesse besteht. Ja. Socken auch. So, getragene vom Felix haben wir. Zigarettenstummel auch vom Felix. Alte Legos. Okay. Ja. Ich wollte mal sagen, schickt mir alles zu. Wir werden eine Verlosungsaktion starten, demnächst definitiv, wenn ich die Sachen habe, hier bei Radio Dexterra. Ja, die Adresse findet ihr definitiv. Ja, bei Radio Dexterra im Impressum, schiebt sie mir einfach zu und dann werden wir mal schauen, ob da irgendwelche Socken dabei sind und so. Schauen wir mal. Also ich nehme einen Gutschein zum Sit-In mit einem Rotwein. Den gibt's leider nicht. Aber für einen netten Tee, für einen kleinen Tee. Ja, für einen Tee. Oder Kasten Rotwein geht auch. Ja. Ach, gleich einen ganzen Kasten, ja gut, mach ich. Naja, was? Eine halbe Stunde, dann ist er alle. Und was sollen wir denn machen? Wow, du trinkst immer schnell, mein Lieber. Ja, wir sind dann aber drei. Ach so, ja, nimm du. Hat jeder zwei Gläschen und dann... Fidiralala, denn das, ja, das ist genau. Wie sagt man denn Glück wegwacher? Wenn wir mal auf eure Geschichte zurückkommen. 2005 hat ja Ben Tewak und Philipp Eschenbach die Band Ultima Radio Reckes gegründet. Was habt ihr vorher gemacht? Oder besser gesagt, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, überhaupt Musik zu machen? Hat eure Mama irgendwie dazu inspiriert? Oder wie seid ihr dazu gekommen, Musik überhaupt zu machen? Wir wurden von unseren Eltern gezwungen. Die 70er, also ich bin 70er-Jahrgang, da wurden Kinder noch gezwungen, von den Eltern Rockmusik zu machen. Das war damals weit verbreitet. Hat sich zum Glück mittlerweile ein bisschen geändert. Nein. Aber was? Also bei mir ging's los. Ich hab mit der Nachbarjunge 79 Kiss vorgespielt. Und so blöd es klingt, meine Mutter ist dann mit mir 83 zur Creatures of the Night Kiss Autogrammstunde gegangen. Und als Gene vor mir aufgetaucht ist mit seinen dezenten Stilettos, da war's aus. Also da war für mich wirklich klar, Mucke muss es sein. Aber es hat sich auch über die Jahre dann zum Glück nicht geändert. Zur Freude meines Vaters. Nein, also so ging es bei mir los. Und dann habe ich erstmal schön brav meine Schule gemacht, Abi. Auf jeden Fall ab 92 dann hatte ich Zeit, mich mehr um die Musik zu kümmern. Und habe dann neben Studium und neben Tonstudio Sachen halt dann angefangen, richtig Gas zu geben mit Bands, verschiedensten Bands, Langfull und also aber alles eher Hardcore-Metal-Bereich damals bei mir. Felix? Ja. Und Hip-Hop war ein großer Teil, wollte ich nur kurz dazu sagen. Hip-Hop war für mich wie Rock und Metal eine ganz wichtige Bewegung immer schon. Und Graffiti und das ganze B-Boying, das ging für mich Hand in Hand. Wenn ihr eure Musik heutzutage anseht, nehmen wir mal an, ihr würdet das als Essen präsentieren. Was wäre eure Musik als Essen? Mettbrötchen. Nee. Weißwisch. Nee. Eierkuchen mit Marmelade. Dazu, wie heißt es? Ich würde sagen, bodenständige Hausmannskost. Fleischpflanzerl. Fleischpflanzerl, genau. Ja, einen leckeren Kartoffelsalat. Genau. Oliven, Senf dazu. Oh, der Felix geht anrufen. Hollywood. Da klingelt sein Handy, das kommt auch dazu. Felix, schon wieder Filmmusik. Entschuldigung, wir müssen jetzt kurz, over.
Okay, wir haben eine nächste Frage an euch. Okay, Snap hat als erstmal ein bisschen Ruhepause. Was ist eigentlich, habt ihr eigentlich Vorbilder für eure Musik? Oder sagt ihr, nee, das ist unser eigenes Ding, was wir machen? Oder sagt ihr, na gut, ein bisschen was abkupfern tun wir uns auch von anderen Bands? Und welche Bands sind das? Also abkupfern auf gar keinen Fall oder zumindest nicht wissentlich. Wir sind natürlich alle mit Tönen, sind wir alle ein bisschen limitiert, alle Musiker, ja. Mehr werden es leider nicht. Da kann schon mal vorkommen, dass sich irgendwo mal was wiederholt im Rock, aber es ist definitiv nicht geplant und Inspiration. Es gibt Bands, für die man aufwächst, die man ganz toll findet. Inspiration ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und die man liebt, aber nicht die Mucke. Also da hat jeder so zum Beispiel 3 Insel-CDs. Es hat jeder 3 Insel-CDs, das sind CDs, mit denen man groß geworden ist, die man als kleiner Junge gehört hat. Und Lemmy hat zum Beispiel was Geiles gesagt, irgendwie. Dass wenn man das erste Mal irgendwas feiert, bei ihm war es Chuck Berry oder irgend sowas, ne? Oder irgend so alte Rock'n'Roll-Musik, das hat ihn mit 16 so umgehauen, das hat er so gefeiert. Danach haben sich Sachen wiederholt und dann hat ihn weiter nichts mehr umgehauen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob man bei uns vielleicht da was hört. Ich habe meinem Vater habe ich damals aus dem Plattenschrank die ganze Beatles-Sammlung geklaut, meiner Mutter. Und mir die viel angehört und war wahnsinnig inspirierend damals. Aber ich glaube nicht, dass Beatles und Kiss bei uns in die Mucke reingekommen ist, weißt du, vom Songwriting. Doch, bei dir denke ich das schon. Also bei mir war es zum Beispiel, Led Zeppelin hat mich umgehauen als Erster. Das war zum Beispiel so ein Ding. Ich hatte so eine Kassette in der dritten Klasse, auf der einen Seite war Led Zeppelin drauf, auf der anderen Black Sabbath und das lief immer im Kreis und ich wusste gar nicht, was das war, aber das habe ich so inhaliert und dann kam irgendwann in den 90ern noch Soundgarden dazu und das sind so Sachen, die einen... Brei aus vielen Eindrücken, was bei Kiss in den 80ern mich dann beeindruckt hat, war Eric Carrs neuer Schlagzeug, Sound of the Creatures of the Night, als Kiss wieder heavy wurden, nach The Elder. Und dann gibt es Sachen eben Led Zeppelin, Soundgarden, Alice in Chains, Faith No More war eine Hammerband, viel Hardcore auch, Chromax ist ein Knaller. Insofern den Sound, den man dann kreiert, sind vielleicht Eindrücke, so kleine Sachen, die einem hängen bleiben von verschiedensten Sachen. Johnny Cash, Elvis Presley, geile, weißt du, alles Mögliche. Kann auch Hip-Hop sein, ja. Also so abkupfern nicht. Nehmt ihr euch in der Hinsicht schon etwas an von anderen Bands und Künstlern? Das kann man kann nicht sagen, dass man das von dem hat und das von dem. Man ist inspiriert von dem Umfeld, in dem man sich begibt, wo man die Musik hört und das prägt einen natürlich auch von der Intensität. Und das passiert unbewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, das Riff von Deep Purple finden wir geil, ich will, dass wir das genau so machen. Nee, sowas machen wir nicht. Sowas. Ich will da gar nicht irgendwie mit dem Finger zeigen. Es gibt natürlich Bands, wo man definitiv den Einfluss relativ schnell raushört. Und das ist auch oft gewollt von Rockbands, die dann dezenten AC/DC oder sogar einen sehr offensichtlichen AC/DC-Style am Start haben oder sonstiges. Und die anderen machen es ein bisschen beeinflusst werden wie alle. Die anderen kupfern tatsächlich oder sagen, hier ist offensichtlich unser Einfluss und die anderen sind inspiriert durch ihr Leben. Ich glaube, eine Person, die definitiv uns beeinflusst hat vom Sound, allein schon, weil sie am Start war und mitproduziert hat, ist der Stefan natürlich, weil er als Produzent dabei ist. Die musikalischen Einflüsse, wir spielen alle Stromgitarre, wir benutzen alle ähnliche Amps und der Rock wird auch nicht mehr neu erfunden. Also insofern, weißt du? Was auch bei uns wichtig ist, wenn wir zum Beispiel nach dem Gig irgendwie abhängen, sei es im Backstage oder manchmal im Auto oder am Bus, komischerweise hören Philipp und ich immer ganz viel Hip-Hop. Wir hören ganz viel The Roots, Tribe Called Quest, Farsight und dieses ganze Oldschool-Zeugs irgendwie. Und manchmal laufen wir auch so ein bisschen Hip-Hop-mäßig rum. Eigentlich ist es auch total cool. Also wichtig ist, dass man irgendwie zusammen zur Musik einfach feiert und die Intensität, die man dabei erlebt, irgendwie, dass man das teilt. Wieder, also das Erlebnis zu der Musik. Das ist das Wichtige. Nicht die Töne oder dass man jetzt irgendwas da klaut. Das ist die Intensität, die einen inspiriert. Als die erste Platte rauskam, ich habe sie damals im Vorprogramm gesehen mit Suicidal Tendencies in München im Nachtwerk. Die haben mich umgeblasen. Es ging mir an sich um Suicidal. Und dann habe ich Rage Against the Machine gesehen, die eine Musik kombiniert haben. Ein Rieseneindruck gewesen. Trotzdem, man hört es jetzt nicht unbedingt in unserer Mucke, aber wie auch immer. Wir reden dafür auch jetzt gerade zu lange drüber, über den einen Punkt. Okay, es gab gerade eine Frage aus dem Chat hier bei Radio Dexterra und zwar von Gast 1699. Felix, bist du bei der W-Tour wieder als Gastgitarrist dabei? Ja, ich wurde gefragt
auf jeden Fall für die Tour. Es ist alles in Vorbereitung irgendwie. Und wie es da weitergeht, da bekomme ich dann Mails irgendwie oder werde ich dann informiert. Aber ich denke schon, dass ich dabei bin. Und da kennt sich gerade jemand sehr, sehr gut aus. Das muss. Aber es macht Spaß, mit Stefan zu spielen. Es ist eine geile Band. Es ist auch sehr familiär. Und das ist halt. Ja, es ist ein cooles Ding. Es macht Spaß. Ja, okay, da muss sich wirklich jemand auskennen, definitiv, 100%. Okay, kommen wir mal zu meiner nächsten Frage. Und ich würde gerne mal wissen, was ist eigentlich bei euch das Erste, was ihr macht? Macht ihr erst die Musik oder macht ihr erst die Songs? Besser gesagt, die Texte. Bisher war es an sich immer so, dass zuerst der Song geschrieben wurde, also die Musik. Erst den Song geschrieben. Musikalisches Layout. So. Genau, dass man was Grobes hat und dann wird ich meine, bei der ersten Platte waren ja eh einige Sachen ganz anders als erwartet. Da wurde mit Gastsängern dann auch gearbeitet in Long Distance und ich habe Nina erst kennengelernt, als sie eingesungen hatte. Insofern, das ist meistens die Musik da ist und dann bastelt man noch am Track, dass es auch passt mit Textlängen oder mit Vorstellung, dass es auch alles rund ist. Und dann kommt der Text dazu. Manchmal hat man auch Geist gegen Sucht zum Beispiel, hatte ich zuerst die Idee des Songs, des Textes im Kopf. Ja, wie es da gerade passt. Also wie ist das eigentlich bei euch, wenn man bei euch im Proberaum ist, ne, und ihr macht jetzt einen Song, ja, und habt die Musik dazu und den und die Texte dabei. Gibt es dann auch ein bisschen Stress um den Song? Nee, eigentlich noch nie. Das ist so oft proben wir auch nicht, dadurch, dass wir auch natürlich eine größere Distanz zwischen uns allen haben und es werden oft so Layouts ausgearbeitet. Schon vorher, wo sich jeder darauf vorbereitet, irgendwie. Das größte oder die intensivste Zusammenarbeit gab es bisher zwischen Philipp und Richie, die das Grundgerüst erstellt haben und dann kam die Band dazu und hat das dann jeder mit seinen Skills irgendwie umgesetzt. Hm. Und es ist auch gut, dass es so läuft. Und es ist keine reine Demokratie. Und dadurch ist es aber auch irre schnell vom Writing. Wir hatten es natürlich auch sehr viel durch die Situation, dass die Band da teilweise, bei der ersten Platte waren wir streckenweise bloß zwei Leute, sprich der Nils am Schlagzeug und ich als Gitarrist. Und dann kam der Rich wieder dazu, dass immer dieses Ding war, oft bei Eschenbach, wir müssen im Notfall irgendwie agieren, das Ding am Laufen halten. Als wir nur zwei Leute waren, bei der zweiten Platte waren wir drei Leute. Jetzt sind wir wieder fünf und da wird es sicherlich im Songwriting anders vorgehen. Jetzt bin ich in Berlin, arbeite mit dem Felix hier, wir arbeiten die Nummern aus. Jetzt geht der Kram mit dem Richie dann auch zusammen weiter. Aber es ist im Endeffekt ein ganz gesunder Austausch. Dieses klassische im Übungsraum reingehen und 2, 3, 4, wir legen alle los, das haben wir gemacht als Session vor der EP. Hatten wir bei der zweiten und der ersten Platte vorher definitiv gar nicht. Da wurden die Nummern nicht, außer die Nummern, die wir bei Konzerten als Ultima Ratio Regis gespielt hatten, wurden diese Nummern nie live gespielt oder auch nur gejammt. Sondern die sind komplett im Studio entstanden. Die habe ich geschrieben und da hat der Ben sich eingebracht, dann waren die ganzen Wechsel. Und das wird sich jetzt ändern, nachdem wir jetzt 5 Leute sind und jeder seinen Style dazu bringt, ja. Wollt ihr euch noch ein bisschen mehr ausklamüssern in Bezug auf Bandmitgliedern? Also wollt ihr euch noch ein bisschen integrieren mit 6 Leuten, 7 Leuten? Ja, irgendwann war natürlich vielleicht auch... Vielleicht noch eine Triangel dabei oder so? Ja, wir sind auch sehr interessiert an Blockflöte und Dudelsack natürlich auch. wir sind da sehr genau... wir sind interessiert natürlich auch an elektronischen musikalischen Fähigkeiten. Das heißt, jemand, der Keyboards, Samples, Synthesizer spielt, um der Musik noch mehr Farbe, noch mehr Tiefe auch einfach zu geben, weil sowas auch einfach Spaß macht. Also könnte man jetzt einen Aufruf machen in Bezug auf Bandmitgliedschaft bei Eschenbach? Das so akut ist jetzt nicht, weil wir haben ja an sich schon... Wir machen Aufruf. Wir suchen eine Keyboarderin, maximal 1,60, 90, 60, 90, lange schwarze oder auch blonde oder auch brünette Haare und wir brauchen eine schöne Keyboarderin. Wir hatten ja an sich auch schon bei der ersten Platte haben wir ja auch Samples in den Songs.
die Selbstmedikation, die Nummer haben wir zwar nur bei der allerersten Tour gespielt, aber da sind auch Sachen drin mit Samples, genauso wie bei Geist gegen Sucht, da sind Zitate drin, sonst was. Wir haben bloß irgendwann aufgehört bei Konzerten mit Playbacks, mit Hard Drive, also mit Samples zu arbeiten, die quasi vom Band kommen und du schaust auf die Band und da ist kein Keyboard oder irgendwas, aber du hörst Keyboards. Das fanden wir irgendwie ein bisschen komisch, weil es gibt auch gleich den Eindruck, da müssen die Gitarren auch vom Band kommen und vielleicht auch Gesänge. Und deswegen habe ich das nicht mehr gemacht. Ich würde gerne in Zukunft die ganzen Sachen so spielen, wie es auf den ersten beiden CDs waren, dass alle Samples dabei sind. Bei unserem letzten Gig im Blackland, unsere Release-Party, haben wir mit Playbacks gearbeitet und haben bei den Nummern, die wir gespielt haben von der EP, die Playbacks wieder eingebaut. Ich finde es immer ehrlicher, wenn du siehst, da sind die Mucke auf der Bühne und die spielen alle und da kommt nichts irgendwo aus dem Hintergrund, was man sich als Zuschauer nicht erklären kann. Hm. Aber das ist jetzt nicht... Der Gast hat nämlich auch gerade eben das geschrieben mit Tanja macht die Triangel dann. Ja, Patrick setzt die Mütze auf, Tanja spielt die Triangel, das ist ein Insider zwischen den beiden, da wissen sie Bescheid, dann ist alles klar. Genau. Okay, ihr hattet ja gerade angesprochen gehabt, dass ihr auch viel auf der Bühne steht, definitiv, auf jeden Fall. Okay. Meine Frage wäre in der Hinsicht, was war eigentlich euer schönstes Erlebnis auf der Bühne und was war in Bezug darauf auch euer traurigstes Erlebnis? Du stellst krasse Fragen. Das schönste Erlebnis jetzt war natürlich das letzte Mal, als wir gespielt haben, und das ist immer wieder schön, das war bei dem Unplugged-Ding, als ich rübergeguckt habe und mir dachte, ich glaube, der Sound ist so dermaßen schlecht, dass keiner was hört, und wir sind doch gut durchgekommen, weil es so spontan war. Und ich schaue, sehe den Richie glücklich, sehe den Felix glücklich, das war das letzte Schöne, was ich zumindest mit der Band erlebt habe. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir erlebt haben schlussendlich, ja. Viele Sachen, die uns der Stefan möglich gemacht hat, zu der Zeit, was man in Dortmunder Westfalen hatte, war ein Wahnsinnserlebnis, aber das war einfach nur ein Riesending. Schlussendlich sind tolle Sachen, die wir zusammen erleben, nicht unbedingt an der Größe festzumachen, sondern an die EP, als sie rauskam, selbst gemacht, komplett in eigener Regie oder ja, so einfach, dass wir jetzt einfach 5 Leute sind und den Spaß, den wir haben. Wenn wir, als wir am Tegernsee zusammen geprobt haben und das Ding aufgenommen haben, wenn wir hier in Berlin im Studio sitzen, das sind so die letzten tollen Sachen für mich zumindest. Also die schönsten Momente sind da eigentlich in den kleinen Clubs, wo man die Fans eigentlich kennt und wo man sich über den Gig keinen Kopf macht und einfach mit einer wilden Energie auf die Bühne geht und einfach da ein bisschen rumballert und aber es geht generell um die Bühne. Ja. Das schlimmste Erlebnis für mich, eines der schlimmsten war, als wir bei 3R saßen und es rauskam, dass wir keinen Sänger mehr haben. Und das, die Platte mit dem erlebt, das war eines der schlimmsten Erlebnisse für mich, glaube ich, generell in meinem Leben. Aber die haben jetzt nach Bühnenerlebnissen gefragt. Auf der Bühne gibt es nichts Schlimmes, wenn eine Seite reißt, egal. Ja, das Schlimmste, was ich hatte, an der Gitarre ist ja immer so ein Stecker dran, unten. Und es bahnte sich alles zum Solo an. Und ich habe schon richtig emotional ausgeholt, das Herz pochte, der Schweiß lief mir den Rücken runter und ich dachte, jetzt kommt das Solo und spielte den ersten Ton. In dem Moment trat ich aber auf den Kabel unten und der Stecker löste sich aus der Buchse und mein Posing war exzellent, aber kein Ton. Oh, oh, okay. Und musste dann ganz verlegen. Hast du überbrückt? Immer lächeln. Mehr als normalerweise. Ja, ich habe gewunken, natürlich. Den Stecker reingesteckt, irgendwie, soweit es geht, und die letzten 3 Sekunden noch ein bisschen rumgequietscht und dann ging der Song ja auch schon weit. Das sind relativ schlechte Momente. Mir ist die Hose gerissen auf der Bühne. Ich habe eine Hose, die sehr zusammenfällt, die glaube ich 3 Jahre getragen, die ist mir im Schritt gerissen beim Spielen. Mir ist der Funk reihenweise runtergefallen in ihr raus. Aber ich finde, das ist alles gar nicht so schlimme Sachen, weil die schönen Sachen, die da passieren, die so extrem sind, dass man da gar nicht über schlechte Sachen reden kann. Wenn man schlechte Sachen hat, also richtig schlechte Sachen, die reinhauen, das ist nicht cool. Das, nein. Das Discord gehört auch dazu, aber in Erinnerung bleiben eigentlich immer die coolen Sachen. So. Hm. Also man verdrängt es nicht, aber. Wenn ihr eure Gigs gemacht habt, ne, seid ihr dann auch für eure Hörerschaft da, also für eure Fans? Geht ihr runter in die Massen und sagt Hallo und trinkt auch noch ein Bierchen? Oder das war ja das Thema vorhin. Ja. Oder sagt ihr einfach, ich muss. Unser Problem ist eher, dass wir den Weg nicht mehr im Backstage zurückfinden. Genau. Also, es ist total geil, nach einem Gig mit den Leuten abzuhängen, da zu quatschen, irgendwie, die mögen das ja auch, wir mögen das auch, irgendwie, was sollen wir da alleine mit uns selbst hinten abhängen, irgendwie, und uns die Witze 10.000 Mal erzählen, die wir uns schon erzählt haben. Das ist eigentlich immer cool, wenn Leute da sind und man da gesellig mit denen abhängt und sich austauscht und jeder erzählt irgendwas und
ja, gute Zeit und so, ne? Das ist eben auch zum Thema, was wir vorhin hatten, die Frage mit den Kritiken. Wenn wir mit den Leuten, die nah an uns dran sind und die wir immer wieder sehen bei Konzerten, die aus allen möglichen Ecken hinfahren und man sich austauscht und man sich freut, vertraute Gesichter zu sehen, die erzählen uns dann ja, wie sie die Sachen sehen. Und das sind die Leute, die unsere Platten ja wirklich kennen und die unsere Musik wirklich hören und denen wir zuhören. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben gerade, ob das dann am Merch ist oder wenn es eben kleinere Locations sind, was wir, Clubs, wo wir hingehören, dass man sich mit den Leuten austauscht und sich unterhält, das sind genau die Kritiker, die uns am Herzen liegen, denen wir zuhören. Also wart ihr schon mal in der Tournee von Dresden gewesen? Ja, wir waren schon in Dresden, ja. Oh, und war das im Schlachthof oder in der Junggarde, in der großen Location? Also es tut mir wirklich leid, ich verwechsel Dresden und Leipzig immer. Ich weiß, das ist jetzt echt prügelwert, aber wir haben auch im Coney Island schon gespielt. Ist es Dresden oder? Scheiße. Das tut mir ganz kurz. Aber das ist toll. Das ist toll. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe auf jeden Fall familiäre Roots in Dresden, ja. Und Leipzig, Coney Island habe ich das erste Mal gespielt, glaube ich, seit 92 oder 93. Meiner Band aus München, da haben wir gespielt. Ich muss es jetzt unbedingt, das ist mein Moment. Im SO 36. Mit Sheer Terror im Vorprogramm in Berlin, Kreuzberg, und danach haben wir gespielt Coney Island, Leipzig. Und ich weiß, da haben wir mit Toxpack auch gespielt. Aber in Dresden, mit Toxpack haben wir in Leipzig in doch. Dort haben wir mit Toxpack in da war ich das erste Mal da nach über 12 oder 13 Jahren. In Dresden war das nicht Putin, sondern irgendeine andere Kaschemme war das. Wie? Kaschemme bitte streichen. Haben wir da eine leichte Lizenz, dass man das noch rausnehmen kann mit einem Beep? Das war in Dresden, wie hieß denn dieser kleine Club? Ja, das war irgend so ein, das hatte von uns so einem kommunistischen. Da haben wir doch mit Toxpack, war mit Rauch in Dresden. Ja, und das war irgend so ein Laden. Bunker? Wie? Bunker? Nee, ist nicht Bunker. Wer war das denn gerade? Die Stimme aus dem. Das war Wempi. Okay. Was gibt's? Es war so ein, wie so ein. Was gibt's denn in Dresden für Läden? Wo. So, rock'n'rollig. Ach du Scheiße. Also das ist schwer, das habe ich schon irgendwie mehr alles im Kopf. Okay, kommen wir mal von Dresden zu einigen Events. Ihr spielt ja natürlich eure Gigs definitiv, aber wo seht ihr euch vielleicht demnächst auf großen Festivals? Wo würdet ihr gerne auftreten? Das ist ein bisschen spät dran, Black Sabbath Abschiedstour, wären wir gerne dabei. Ja. Das ist schwierig. Ich meine, natürlich, wir spielen gerne alle Festivals und wir waren. Helene Fischer auch natürlich, genau. Olympiastadion. Also insofern natürlich unglaublich viele Wünsche von uns in verschiedenster Richtung. Da muss ich mit Felix auch nochmal kurz hinter verschlossenen Türen nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt, was wir da hinbekommen. Jetzt müssen wir erstmal unsere Struktur da wieder richtig aufbauen. Aber offen sind wir natürlich für alles. Wir wehren uns gegen kein Festival. Wir sind überall gerne dabei. Okay, gut. Snap hat noch eine letzte Frage von ihm. Deswegen gebe ich mal ganz kurz ab an unseren Snap. Ja, ich bin auch noch da. Ja, waren interessante Fragen, die auch unser Andi geschickt haben. Aber ich habe jetzt hier auch noch eine... Club Pushkin, glaube ich. Pushkin, genau, das gibt's auch noch. Genau. Eine Endfrage habe ich noch. Und zwar, ihr habt ja vorhin gesagt, also, dass ihr eigentlich sehr dankbar seid über das Social Medium Facebook, was ja promotion-technisch eure EP richtig nach vorne gebracht hat. Aber... nehmen wir oder klammern wir dieses einfach mal aus. Zeitalter World Wide Web. Meint ihr, Internet ist eher ein Fluch oder ist es eher ein Segen? Da müssen wir jetzt ein bisschen aus und wir haben da unterschiedliche Sachen. Es ist definitiv die Zukunft. Es wird sich in der Musikwelt ganz, ganz viel tun dadurch. Künstler fluchen. Internet hat den Musikkonsum kaputt gemacht. Aber ich denke es nicht so sehr. Internet ist was Tolles, gerade so was kostenlose Promo-Plattformen wie Facebook angeht. Gewisse Sachen sind einfacher. Irgendwie natürlich, die CD wird aussterben, weil sich viele Leute einfach im Internet Musik anhören. Irgendwie. Und der Musikkonsum, die Musikproduktion und das wird sich alles ändern. Irgendwie. Ich finde die Hetze ganz schrecklich, die da abgeht. Wie Leute sich hochschaukeln, egal welcher Meinung sie sind, und sie alles sofort online stellen können und sonst was. Das finde ich alles sehr traurig. Aber schlussendlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und ja, man bringt nichts, es ist, wie es ist.
ob du als Musiker oder ob es auch ganz toll ist für Menschen, die ganz abseits irgendwo leben und bisher wenig Informationen bekommen haben. Es ist, wie es ist, damit muss man sich auseinandersetzen, damit muss man klarkommen. Ob man Musiker ist oder ob man Journalist ist oder die Printmedien jammern oder sonst irgendwas, es ist einfach, wie es ist, gibt es keine andere Option. Ja? Das muss man durch. Wie? Ah, wir haben unser Tourplakat gerade entdeckt. Genau. 21. Oktober, Club Pushkin, aber das war 2012. Das war 2012, ja. So, unser lieber Darol hat gerade im Chat geschrieben, ja, Musik, 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 okay. Aber ich habe noch ein paar Fragen an euch. Im Chat gab es gerade eine Frage. Die Kraft zum Träumen. Beim nächsten Konzert live gespielt? Wie seht ihr das? Das überlegen wir uns jetzt mal. Haben wir eigentlich schon mal live gespielt, Kraft zu träumen? Nee, haben wir noch gar nicht live gespielt. Wir hatten mal eine andere Version an sich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand weiß, der dazuhört. Wir hatten zur Tournee zur ersten Platte haben wir Kraft zu träumen live gespielt, aber in einem derselbe Text, nur anderer Song. Und dann kam das ja anders raus. Insofern haben wir die Nummer so gesehen schon live gespielt, bloß nicht jetzt genauso, wie sie jetzt auf der zweiten CD ist. Würde sie aber auf jeden Fall gerne mal einpacken. Ja, mach das auf jeden Fall. Ich gebe ab an unseren Snap. Ja, genau. Ich habe da auch noch eine weitere Frage, und zwar speziell zu diesem Thema, was du, Felix, so einen Anfang so ein bisschen angerissen hast, und zwar das Thema Raubkopien. Und zwar, meiner Meinung ist es so, früher gab es weniger Musik und es wurde dennoch kopiert, in dem Fall von Kassette zu Kassette oder Aufnahmen durchs Radio. Heute, ja, sehr, sehr viel mehr Musik, weil es einfach wesentlich einfacher ist, irgendwie Musik weiterzubringen, und wird eben halt durch das Internet digital wieder da die Raubkopie gemacht. Wie sieht ihr das? Ist das einfach nur irgendwie hochgepushte Sachen, oder ist es wirklich so, dass die Musikindustrie sowas von gelitten hat durch die Raubkopien? Also ich sehe es eher durch Castingshows, aber das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Also nur ganz kurz zu dem Thema wegen früher Kassetten aus dem Radio und so. Da gab es früher Sendungen, da saß ich auch davor, da hast du dir irgendwie, was ich, das lief um 7 oder um 8, da hast du dann so die, was ich, 19, ich bin ja wie gesagt wieder 80er, ja, 19 und so Dinge. Die hast du dann aufgenommen aus dem Ding, aber generell, wenn es um Bands ging, die du wirklich mochtest, dann hast du die Platte gekauft, weil die wolltest du im Regal stehen haben, die wolltest du auflegen. Das war ein ganz anderes Ding. Jetzt, heutzutage, wo wir alle unsere Mucke hauptsächlich sowieso auf dem Rechner hören, ist es dann so, habe ich mir die Platte gekauft bei iTunes, online oder bei Amazon oder sonst irgendwas, oder habe ich sie illegal gezogen? Macht für dich vom Gefühl wahrscheinlich kaum noch einen Unterschied für den Zuhörer. Dadurch ist das Bewusstsein, glaube ich, auch nicht so wirklich da. Ich habe nicht das offizielle Ding gekauft. Ich glaube, wir hatten Glück, wir sind eine kleine Band, und wir haben immer ganz gut verkauft, dass die Leute tatsächlich doch noch ein paar Leute noch immer die Original-CDs im Regal stehen. Also ich denke zum Beispiel, es gibt immer respektvolle Hörer. Also bei mir ist es zum Beispiel so, klar habe ich auch angefangen mit Kassetten überspielen von anderen Kassetten oder Kassetten aus dem Radio, um einfach den Song, den man gerne mochte, gerade als Musiker, Song hören, nochmal hören, nachspielen und geil, was spielt der Gitarrist da, was singt der da, um den Song wirklich für sich selber abrufbereit zu haben. Heute hast du das so, dass du alles, jeder hat ein Smartphone, kannst du alles im Internet, über YouTube auch googeln, irgendwie, du, Raubkopien gibt's gar nicht mehr so krass irgendwie, weil du alles auf YouTube auch findest. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag es noch nicht mal gebrannte CDs zu haben, ich mag's, ich bin da auch klassisch und kauf mir auch CDs von angesagten, auch von älteren Künstlern, und hab einen riesen Schrank an CDs und mag es auch einfach, gerade in der heutigen hektischen Zeit irgendwie nach Hause zu kommen oder zu Hause auch 2-3 Stunden zu verbringen, bewusst ein Album zu hören, dabei Comics zu blättern und einfach irgendwie Musik wahrzunehmen, egal ob es jetzt Jazz ist, angesagte Popmusik, Hip-Hop, eine Rockplatte. Das ist auch der Zeitgeist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das heute jemand macht, sich eine komplette Platte durchzuhören und die Musik bewusst wahrzunehmen irgendwie. Weil an sich ist es ja, früher war Pink Floyd The Wall, da holst du dir nicht die besten Songs der Platte raus und hörst die dann irgendwie an, sondern du hörst das komplette Ding an, das ist ein Konzeptalbum. Ja, das ist auch eine Magie, du hast, wenn man jetzt bei einer Schallplatte ist, ist es noch ein bisschen intensiver, weil du hast so ein riesen Ding mit einem tollen, farbigen Artwork, manchmal noch mit Texten oder mit einem Booklet drin. Irgendwie legst die Platte auf, guckst dir das an, das Artwork, wie der Künstler das gemeint hat, verbindet das mit dem
Man hat das Album physisch und das ist sehr, sehr, sehr intensiv und sehr toll und das ist auch was Respektvolles an den Künstler. Ich kenne auch Leute natürlich, oder man hat dann auch eine Festplatte voll mit Musik und von allen Künstlern, aber das hört man sich nie an. Wenn man zu Hause nach dem Duschen oder weiß ich nicht, zu Hause beim Duschen oder Sonntagabend für sich Zeit verbringt, dann legt man sich eine Platte von oder ein Album von irgendjemand auf und genießt einfach dieses Album. Man guckt sich das Artwork an, man holt die CD oder die Platte aus dem Schrank und sagt, ey, ich höre mir jetzt von weiß ich nicht, Soundgarden oder Face No More diese Platte an und hab das die Platte da, leg die rein, blätter das Artwork durch, mach nebenbei was, dann ist das Album vorbei, ich tue es wieder in die Packung zurück und steck's in den Schrank und suche mir dann die nächste aus. Genau. Und das ist so ein bisschen Respekt zollen der Musik. Aber das so ist aber auch nicht jeder Mensch und das kann man auch nicht von jedem erwarten. Ja, aber es ging früher schon los damit, als ich noch zur Schule ging, dass ich in Plattenladen marschiert bin, allein schon um die Regale zu durchsuchen, weil ich und von A bis Z immer gucken, gibt's neue Bands, was. Und dann, wenn du dann eine Platte findest, die dir so wahnsinnig gut gefällt, heutzutage läuft es halt alles anders. Dann hast du die Platte, wie du gerade meintest, das Cover stundenlang angeguckt, durchgelesen, es war ein Film. Und dieses, glaube ich, diese ganze Magie ist komplett verloren gegangen. Durch dieses digitale Ding, was du hast. Und auch die physischen Verkäufe gehen auch zurück, wenn man jetzt zum Beispiel zu Saturn, Dussmann oder irgendwo woanders hingeht. Was ich merke in der Popmusik oder auch in der Mainstream-Musik, die CD-Regale werden kleiner. Was ich aber sehr cool finde, die Vinyl-Schränke, die werden größer. Es gibt bewusste Hörer, die sich wieder echt Platten kaufen, also Schallplatten und alte Sachen, neue Sachen. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, ist einfach in einen Plattenladen zu gehen und mich völlig naiv treiben zu lassen, ey, wie sieht denn das Cover aus? Noch nie gehört, mal reinhören. Und manchmal entdeckt man dadurch was total. Guns N' Roses Appetite for Destruction entdeckt. Ja. Das ist wirklich kaum noch über den Kante, weil das Cover so eng voll, man einfach nach einem Cover aussuchen irgendwie und mal reinhören, so manchmal trifft es einen überhaupt nicht zu und denkst, wow, was ist denn das? Und das kommt natürlich auch auf einen selber, wenn man drauf ist, mal ist total empfängst, denkt, wow, was ist denn das Neues? Da habe ich Bock, mich mit auseinanderzusetzen irgendwie. Und das, um es kurz zu machen, es sind andere Tage. Heutzutage hörst du bei iTunes mal kurz rein in den Track, hast dann eine kurze Vorspielding. Dafür stand ich früher auch mal eine halbe Stunde lang beim Bomb an, bis ich in eine Platte reinhören konnte, weißt du? Also insofern, es ist, wie es ist und du musst damit klarkommen und dich da irgendwie anpassen, ja. Ihr habt gerade angesprochen Vinylplatten. Ist es für euch in der Hinsicht auch eine Argumentation, weil ihr sagt ja gerade, Vinylplatten werden großartig jetzt mehr gekauft. Ja, kommt wieder in Gange, auf jeden Fall. Oder in die Gänge. Macht ihr auch Vinylplatten demnächst mit euren vielleicht neuen Album? Also wir kommen natürlich auch aus der Philipp ist ja 10 Jahre älter als ich, der kommt da noch döller her. Aber wir man sieht's nicht. Aber wir haben natürlich auch geliebäugelt, die EP als Vinyl zu machen oder auch allgemein Vinyl zu machen. Es ist natürlich ein anderer Kostenaufwand. Da wird es definitiv auch Abnehmer geben, aber selber eine Vinyl zu machen, das ist natürlich auch sehr, sehr leidenschaftlich. Aber auf alle Fälle, genau. Hatten wir auch geplant. Aber wir werden das definitiv irgendwann machen, weil wir auch selber drauf stehen. Okay. Over. Gut. Nee, null over. Ja, ich bin, null over, Entschuldigung. Ich bin voll stolz drauf, wenn ich mir endlich von der ersten Mal Platte in der Hand halte und mir das Cover mal selber mal genau angucken kann. Okay. Ich würde mal sagen, wir kommen langsam mal, aber sicher, zum Abschluss. Sicher? Was sagt ihr? Ja, denke ich mir mal. Ich habe noch 4 Fragen an euch. Nix, Chef. Ja, ich habe 4 Fragen. Wir sind noch bereit, wenn ihr noch Fragen habt. Ja, ich fange an mit Satzanfängen. Und da ihr zu zweit seid, hoffe ich, dass ihr diese Satzanfänge pro Person ordentlich beantworten könnt. Ja, also, ja, zu Ende meines kleinen Interviews, oder besser gesagt von Snap, ja, das Interview. Mit euch, genau, habe ich noch 4 Fragen an euch. Und zwar, diese Fragen gehen definitiv an euch beiden. Also. Entschuldigung, ganz kurz, du bist ja ein bisschen abgehackt, wir verstehen dich ein bisschen schlecht. Ich sag die ganze Zeit schon Mikrochef. Fehlen immer die wichtigen Sachen fehlen.
ja, okay. Also ich habe noch 4 Fragen an euch. Ja, ich bin ein bisschen angeheitert. In Bezug auf Rachen und so. Okay, tut mir wirklich sehr leid. Okay, ich rede mal ein bisschen lauter. Und zwar, ja, 4 Fragen habe ich noch und die fangen an mit Satzanfängen. Und ich hoffe, dass ihr beide diese Fragen ordnungsgemäß beantwortet. Ja, wir machen weiter. Ja, okay. Okay, meine erste Frage an euch beiden ist, wenn ich alt bin, dann? Jo, dann bin ich, fang du an. Dann werde ich einen Bootsverleih in Marseille haben, den ganzen Tag mit meiner Latzhose im Liegestuhl liegen und den Leuten die Boote verleihen und ja, one hour, one boat, $10 und irgendwo in der Sonne liegen und eine coole Zeit haben. Das gefällt mir gut. Ich bin der Typ, der neben ihm dabei sitzt und sagt, ja, Fee, das machst du gut. Das ist eine ganz, ganz gute Szene. Also im hohen Alter keine Musik mehr machen, Hauptsache. Nee, wir machen natürlich die Musik, aber wir müssen ja zwischendurch, es ist dann quasi immer Proberaum Bootsverleih, oder? Jetzt verstehe ich das richtig. Also ich denke, wir leben im Jetzt, man weiß nie, was passiert irgendwie. Aber auf alle Fälle wird es uns im Alter nicht schlecht gehen. Wir werden alles, wie auch jetzt, irgendwie eine coole Zeit haben. Und ich sehe mich in der Latzhose in Tennis, die so die Ecke ist, im Bootsverleih aber nicht so leicht. Aber ich bin da kompromissbereit. Okay, fein. Okay, coole Antwort. Auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, was ist das Leben für euch? Kein Ponyhof. Das sagt an sich alles. Eine Herausforderung. Aber eine schöne Herausforderung. Auf keinen Fall langweilig. Es gibt immer was zu tun. Und, was wollt ihr in eurem Leben noch erreichen mit der Band Eschenbach? Wie gesagt, ich glaube, da waren wir auch schon mal ganz kurz vorhin. Und schlussendlich, dass wir schöne Gigs spielen dürfen, dass Leute noch Bock haben, die Mucke zu hören, dass wir CDs machen. Es geht nicht einfach coole Songs machen auch irgendwie, die wir selber geil finden. Und wenn wir das gut finden und das gut rüberbringen, dann gefällt das 100% auch immer Leuten. Also wir machen nicht Musik für andere, wir machen Musik, die uns gefällt. Und es findet sich immer jemand, der das toll findet. Das klingt auch immer so egoistisch, wenn man das sagt. Aber schlussendlich kannst du ja Musik gar nicht anders angehen. Weil sobald du Musik anders angehst, da will ich jetzt auch keine Namen nennen, aber da gibt es ja Formate im Fernsehen über Leute, die sehr erfolgreich mit moderner Sprache, sage ich bloß, gab es mal eine Band, Modern Talking oder so, weil ich es gar nicht böse. Das ist Mucke, die ist für die Masse gemacht und da achten sie darauf, was die Leute wollen. Angebot und Nachfrage. Wir machen Rockmucke. Wir sind im Untergrundbereich. Wir machen Musik, die wir vom Herzen her machen. Und man hofft, dass das Leute verstehen. Und wenn Leute zu uns kommen, die unsere Musik geliebt haben und sagen, oft da geht was vom Sound und dies und das geht für uns was verloren, dann hören wir zu. Im Großen und Ganzen machen wir die Mucke, die wir lieben. Ja, und anders geht's ja gar nicht. Sollte es auch nicht sein. Aber wenn wir mal von der musikalischen Sache weggehen, was ist für euch das Leben? Eine riesen Herausforderung. Naja, bei mir dreht sich ganz viel um Musik irgendwie im Leben und das ist auch ein Teil davon. Und es geht grundsätzlich um Harmonie, gute, inspirierende Leute um sich herum zu haben und mit Leuten einfach auch eine tolle Zeit zu haben. Menschen um sich herum zu haben und sich den ganzen Stress, der im Leben sonst noch um einen herum, dass man das alles so gut wie möglich aus seinem Leben verbannt. Ja? Hm. Okay. Okay. Ja. Machen wir weiter mit meiner vorletzten Frage für euch. Und zwar. Ja, okay. Also, was ist für euch beide die Liebe? Also, meine Frage, die Liebe ist. Kannst du das nochmal wiederholen? Weil wir haben das gerade nicht verstanden. Du bist immer an und aus. Oh, sorry, tut mir wirklich sehr leid. Okay, meine nächste Frage an euch. Die Liebe ist. Schon wieder, mach gleich nochmal. Vielleicht, ich weiß nicht, was bei Tesla da bei dir abgeht. Ja, er hat gefragt, die Liebe ist weg. Für euch. Die Liebe ist für uns. Die Liebe ist die Kraft, der Beweggrund aller Sachen, die wir machen. Das ist da die Essenz vom Leben überhaupt, Mann. Darum dreht sich alles irgendwie. Wenn du Musik machst, bist du von der Liebe getrieben. Wenn du
als Geschäftsmann dir irgendwas einfallen lässt, um irgendein Produkt, das dir gar nicht selber so unbedingt wichtig ist, verdienst du Geld, um dich um deine Familie zu kümmern. So, Liebe ist, glaube ich, der Motor aller Sachen. Na klar, Liebe ist... Seid ihr verliebt oder seid ihr verheiratet oder verlobt oder seid ihr noch... Wir beide denken gerade drüber nach. Ist nach diesem Interview denken wir gerade drüber nach. Aber danke der Frage. Es freut uns zu hören, dass man das raushört. Ja, also... Wir sind sehr, sehr glücklich. Aber nicht verheiratet. Liebe ist okay. Sonntagabend... ein Löffelchenstellung, Tatort, ein Interview zu geben. Tatort gucken und einfach coole Zeit verbringen. In der Löffelchenstellung. Da bin ich raus bei der Nummer. Kannst du alleine machen. Gut, okay. Also, ihr seid auf jeden Fall vergeben. Also, wir brauchen jetzt hier keinen Aufruf zu machen in Bezug auf Singleschaft oder sonst irgendwie. Also, ihr seid glücklich vergeben. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wenn ihr auf den Gigs seid, ist eure Familie oder besser gesagt eure Freundin oder Frau dann auch mit dabei? Wir sind generell, fahren wir ja zu Gigs, um als Kapelle, wir geschlossen unsere Gang, wir sind ja eine Familie, sind wir quasi da. Es sind sicherlich auch mal Teile der Familie, der größeren Familie dabei, oder? Die Leute, die da sind, die vor der Bühne sind, davor dem Konzert, nach dem Konzert, die gehören natürlich auch zur Familie. Und die eins nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Ja, also weißt du, das ist wie beim Fußball. Also wir sind alle eine riesengroße Familie. Und dann, das sind auch manchmal Leute aus unserer Familie, da meine Eltern waren auch schon beim Gig da, das ist schon länger her in Frankfurt, als wir damals mit Stefan zum Ende seiner Tournee gespielt haben, Cocoon. Aber im Großen und Ganzen ist es ja immer ein Family Happening, wenn wir spielen. Zumindest. Ja. Ja. Wie findet eure Familie eure Musik? Ich weiß, meine Familie kommt damit sehr, sehr gut klar. Hab ich meinen Vater noch nie gefragt. Irgendwie. Aber. Solltest du mal machen. Ich musste mit meinem Vater ja auch mal drüber reden, als die Situation aufkam, dass der Name Eschenbach in Erwägung gezogen wurde. Da habe ich mir damals erlaubt, mal kurz meinen Vater anzurufen, weil ich mir dachte, das ist ja auch sein Name. Ich muss ja mal kurz nachfragen. Im ersten Moment war er nicht ganz so. Also er war erstmal überrascht, dass überhaupt der Gedanke aufkam. Und dann kam er sehr gut damit klar. Also meine Familie hat damit gar kein Problem, die kommen damit super klar und sind sogar, freuen sich über Sachen, die sie hören. Und ja, bei mir ist es so, ich bringe es familiär gar nicht so mit, mein musikalisches Berufsleben. Wenn ich bei meinem Vater bin, machen wir viel Action draußen, also er wohnt auf dem Dorf, viel Action mit Holz und Krams und Tun und Machen, Feuer und mit meinen Brüdern da auf dem Haufen sein. Da ist quatschen wir nicht viel über Musik, da geht es sehr kernig handwerklich eigentlich zur Sache, was ich für mich auch sehr entspannt finde und wo ich für mich auch familiäre Harmonie finde. So. Was mich mal ein bisschen interessieren würde, ihr macht ja Rock, ja, Hard Rock steht bei Wikipedia drin, Metal und dann drum und dran. Warum unbedingt diese Richtung? Warum nicht Gothic, Darkwave oder IBM oder sonst irgendwas? Warum ausgerechnet Rock? Weil wir keine langen schwarzen Haare haben. Noch nicht. Noch nicht. Ich habe mir schon eine Packung gekauft. Bei mir geht's los. Mein Gott, ja, ist auch eine gute Frage. Oder vor allem, warum ist es auch nicht Hip-Hop geworden? Warum ist es nicht Goth-Hip-Hop? Goth-Hop geworden? Oder, meinst du, schlussendlich, das ist eine gute Frage. Es ist auch, warum bin ich kein Mädchen geworden? Weil uns die Mucke zusagt. Und wie gesagt, wir machen ja auch andere Sachen. Und wir hören auch andere Sachen. Aber in der Konstellation, meist ging halt so los. Aber es ist eine gute Idee, vielleicht ändern wir das noch. Apropos von wegen, die EP war schwer, passt auf, was mit der nächsten CD passiert. Wir setzen uns da auch nicht fest, man trifft sich und fängt an Mucke zu machen oder entwirft irgendwas und dann entsteht das, also wir setzen uns nicht das Ziel, wir machen jetzt genau diese Musik, weil wir das machen müssen. Das ist jetzt schwer zu beantworten, warum wir nicht das und das machen. Wir machen das, was wir sind, glaube ich. Genau. Ja. Aber ich hätte auch immer schon Bock darauf gehabt, auch mal ein Remix-Ding mit Eschenbach zu machen, wo wir Tracks in ganz andere Gewänder, weißt du, verpacken oder also gar nicht unbedingt, sondern komplett anders. Schlussendlich sind wir eine Rockband. Das war ja an sich eine Zeit, da war der Richie auch noch nicht da. Also, ja, meist ging halt los mit Rock. Und in der Szenerie, also das heißt, die,
das kommt drauf an, wie man groß wird, mit welchen Leuten man in der Pubertät verbringt, wenn man, als ich nach Berlin gekommen bin, mit welchen Leuten man sich da rumtreibt. Irgendwie, ich war halt nicht so viel im K17, wo es halt so ein bisschen dunkler zur Sache geht. Bei mir waren es halt so andere Läden. Es hat nichts damit zu tun, dass ich da nicht hingehen wollte. Die Freunde, mit denen ich zu tun hatte, da hat es mich halt mehr hingezogen. Da muss ich aber eins kurz dazu sagen, weil ich war ja in dieser düster Szene mit Neusex und haben Wave-Gothic-Treffen in Leipzig gespielt und sonst was alles. Ist auch alles eine tolle Szene, aber es ist nicht mein Zuhause. Ich bin mit Rockmusik groß geworden und dann irgendwann kam Hip-Hop sicherlich dazu und das alles und da bin ich noch immer sehr verbunden. Ich weiß, das erwähnen wir heute auch schon so oft, aber schlussendlich ist es Rock und Metal und da komme ich her. Ich war auch eine Zeit lang im Hardcore. Wir haben mit Sick of It All im Vorprogramm gespielt, wir haben mit Sheer, alle möglichen Bands. Ich persönlich bin da angekommen, wo ich mich wohlfühle und es ist Rock. Ich sehe uns nicht unbedingt als Metal-Band. Wir sind eine härtere Rockband und da kann auch noch alles Mögliche passieren mit Zusammenarbeit mit anderen Leuten, aber es sollte halt eine Rockband sein. Okay, gut. Ihr seid Rockband. Super, auf jeden Fall. 100 Pro. Gut, kommen wir zu meiner letzten Frage. Heute Abend. Ja. Hier bei Radio Dextera. Genau. Ja, und zwar, meine letzte Frage fängt natürlich wieder mit einem Satzanfang an. Und zwar, Fans sind... Nochmal bitte, wir haben nur ein... Bands sind? Was? Wiederholen nochmal. Bands sind, ja. Fans. Oh Gott, über Bands sind sehr kompliziert. Ja, Bands sind super. Ja. Nee, Fans ist Fans. Aber auch so ein dummer Begriff. Fans ist auch so ein ganz komischer Begriff. Schlussendlich sind es ja Leute, die du reihenweise wieder siehst. Und das ist ja an sich, was du vorhin mit Familie, das klingt auch immer so blöd, aber es ist ja so. Wenn die Leute siehst, du siehst vertraute Gesichter, freust du dich immens. Und wenn du Gigs spielst irgendwo, Entschuldigung, am Arsch der Welt und da steht in der ersten Reihe 5, 6 Leute, die du kennst, dann freust du dich schon mal da. Und für die Leute spielst du. Den Rest, wenn du dazu noch gewinnst, das passiert dann. Aber die Kraft, die du ziehst, dass du dich dann nicht komplett fremd fühlst vielleicht oder auch mit Publikum, das dir gar nicht interessiert, das holst du dir die Leute, die da sind, vertraut sind. Genau, Fans sind die Leute, die als Band Respekt sollen und die dir, egal wo du spielst, immer ein Gefühl von zu Hause geben und du weißt, hey Mann, irgendwas hat man richtig gemacht. Und Fans seht sind... Seht ihr Fans eigentlich auch als Groupies an? Groupies ist was anderes. Das hat einen negativen Beigeschmack irgendwie. Das ist ein Klopf, falsch. Over. Achso, sag einfach mal over. Also Groupies haben wir bei Eschmann, wir sind eine ganz anständige Jungs. Okay. Also ihr habt keine Groupies. Ihr seid eine... Überredet man doch nicht, mein Gott. Bands. Ja, das bin ich. Das ist Satanas mit seinen Fragen, genau. Okay, ihr habt Fans definitiv 100%ig und ihr seid natürlich auch für eure Fans da. Aber für eure Groupies seid ihr nicht da. Keine Zeit für Groupies, keine Zeit, weil wir haben... Das Konzert ist vor dem Konzert, wir müssen... Genau, in den Fans haben wir keine Zeit für die Groupies. Okay, super. Also ich muss mal sagen, ein astreines, top geniales Live-Interview hier bei Radio Dextera, definitiv, auch wenn es am Anfang ein paar Schwierigkeiten gegeben hat mit der Technik. Ich finde es super geil, dass ihr hier bei Radio Dextera gewesen wart und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Die letzten Worte haben wir es nicht mehr gehört, aber nur die letzten zwei Worte. Aber wir meinten euch auch. Hoffen sehr gefallen, das meinte er. Ja, ich möchte auch dazu noch sagen, vielen, vielen Dank an Philipp und Felix von Eschenbach, dass sie sich die Zeit genommen haben, dass sie überhaupt auch noch so entspannt sind und auch, wie soll ich sagen, so geduldig, speziell Philipp war, dass dann die Technik irgendwann dann doch funktioniert hat. Ja, vielen Dank fürs Interview, auch vielen Dank an alle Hörer da draußen, die kräftig zugehört haben. Es kamen ja doch auch noch einige Hörerfragen rein. Ja, bevor ich von meiner Seite aus jetzt sage, auf Wiedersehen und vielen Dank, gebe ich natürlich nochmal ab an Philipp und Felix, denn die letzten, ja hoffentlich die ganz letzten Worte, aber die letzten Worte für das Interview sind natürlich eure. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ihr uns eingeladen habt zu euch ins Interview. Wir hatten mega Spaß, ihr habt coole Fragen. Irgendwie. Ja, ich hatte mega Spaß, ja. Und ich hoffe, ihr konntet mit unseren Antworten was anfangen.
Aber es, wenn ihr zum Konzert kommt, es wird genauso werden, wie jetzt auch das Interview gesprochen haben. Das wird genau. Ich danke euch natürlich auch, war ein Riesenspaß. Sorry für die technischen Probleme am Anfang, aber wir hatten ja einen Riesen, wir sind auch immer wieder gerne dabei. Und ich hoffe, wir sehen euch bei Konzerten. Und wir machen jetzt keine Werbung mehr für unsere Internetseite. Und wir sehen euch alle hoffentlich bald. Ja. Und es war sehr schön mit euch. Danke. Ich hoffe, ihr sendet mir eure Sachen zu an mich persönlich, damit wir diese auch verlosen können. Ich bin gespannt, was es zu verlosen gibt von euch, von Eschenbach. Und machen wir. Das werden wir dann definitiv hundertprozentig hier bei Radio Dexterra dann auch verlosen. Ja, die Zuhörer sind die Zeugen. Danke. Ja, wir sagen auch euch. Vielen Dank. Ja? Super. Ja. War sehr spannend. Super. So, und vielen herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht. Dann auch danke an die Zuhörer und euch noch viel Spaß mit dem laufenden Programm. Macht's gut. Ja. Und übrigens vielen Dank auch euer Team, die jetzt eine halbe Stunde oder etwas länger noch warten mussten, weil sich alles ein bisschen verzogen hat. Ja. Sorry für das Delay. Kein Problem. Wir gehen jetzt Tatort mal, gucken. Das hat wir, gehen Tatort, wir gehen ins Löffelchen Tatort gucken. Nein, das gefällt euch wieder. Okay. Ja? So, haut rein. Lieben, schönen einen, Abend. Einen Song habe ich noch, und zwar von Eschenbach, bevor ich dann abgebe, an unseren Engelbass mit seiner Sendung, die natürlich schon eigentlich längst angepriesen ist. Aber einen Song habe ich noch von Eschenbach, und zwar heißt dieser Furi aus der Hölle. Wenn er jetzt mal reinkommt hier in den... Ja, genau. Ja, bitte. Furie aus der Hölle. Furie aus der Hölle. Okay, den hat er gerade geschluckt. Okay, machen wir weiter mit dem Song Eschenbach. Besser gesagt, den Song Selbstmedikation. Hier für euch Eschenbach, mein letzter Song. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bye bye, sagt euer Engelbass, euer Satanas, und wir geben ab an unseren Engelbass. Viel Spaß!